Herzlich willkommen zur 807. Folge des Sneakpods. Der Bob, der mir hier gegenüber sitzt, und ich, wir wollen unsere Häuser verkaufen. Und deswegen haben wir unser Sofa in leerstehenden Vorstadtvillen aufgebaut und harren der Dinge und gucken mal, ob uns das so hintreibt. So passieren. Genau. Ja. Und Christoph Perner ist nebenbei, dass er hier noch auf dem Sofa sitzt und wartet, dass einer das Haus kauft. Kauft, genau so. Wir wollten es verkaufen, hast du gesagt. Bist du außerdem noch Mordermittler und hast ein sehr ausdrucksvolles Gesicht. Ein ausdrucksvolles Gesicht? Ah, okay. Und du bist mal mit Britney Spears zusammen gewesen, glaube ich. Auch das bestimmt, ja. Ja, wir haben Reptile gesehen und worum es in Reptile ging und warum Reptile Reptile heißt, das kannst du uns vielleicht erklären. Belegst du mich schon mit Forderungen? Warum heißt Reptile Reptile? Da denke ich noch kurz drüber nach. Ich versuche erstmal mit drüber nachdenken. Denke ich schon die ganze Woche drüber nach, aber versuch's mal mit der Zusammenfassung. Ich versuch's mal mit der Zusammenfassung. Das ist eigentlich relativ straightforward. Ist leichter als der Titel, genau. Den Titel zu erklären. Also wir haben einen von Grant Singer und Benicio del Toro geschriebenen, von Grant Singer, der irgendwie bisher sehr viel Musikvideo-Produktionen gedirected hat, gedrehten. Könnte man sagen, so ein Ermittlungs-Whodunit-Cop-Thriller mit Benicio del Toro eben in der Hauptrolle und Justin Timberlake in einer Nebenrolle auch noch Alicia Silverstone. Ja, del Toro spielt einen Polizisten, der wohl irgendwie in seiner Vergangenheit schon mal so ein bisschen, das wird nicht so richtig erklärt, kommt dann erst im Laufe der Zeit so ein bisschen raus, aber sagen wir mal, er hat jetzt nicht die ganz reine weiße Weste oder so, hat dann aber irgendwann mal scheinbar einen Umzug hingelegt, ist woanders hingezogen, ist da in eine neue Gruppe gekommen und wird wohl so ganz gut integriert in sein Umfeld da. Scheint auch ein guter Polizist zu sein, mit einem Gespür dafür, wo man noch ein bisschen weiter bohren muss und wo eher nicht. Und jetzt passiert ein Mord. Im Umfeld von Immobilienmaklern wird eine junge Immobilienmaklerin umgebracht, die Ehefrau von der Justin Timberlake-Figur. Und zwar während sie ein Haus einem Kunden vorführt, sie war da alleine in dem Haus. Ob das jetzt der Kunde war oder nicht, das ist erstmal alles unklar, aber jedenfalls wird sie da tot aufgefunden, irgendwie 20.900 Mal erstochen oder so. Und dann tritt eben unser Del Toro Polizistencharakter auf den Plan und Justin Timberlake als der jetzt Witwer sozusagen. Oder die sind nicht verheiratet, aber naja, so jedenfalls der zurückgebliebene Freund. Und dann wird eben ermittelt und relativ schnell gibt es ein paar Verdächtige, den Ex-Ehemann der Toten und noch so ein paar andere Kandidaten und den Freund, also Justin Timberlake natürlich. Und es kommen dann aber Verwicklungen zutage, die ja größere Zusammenhänge andeuten. Ich glaube, da lasse ich es dann jetzt auch mal. Wie das immer so ist in solchen Filmen, viele der Charaktere, die dann ins Ermittlungslicht geraten, haben wir dann zu dem Zeitpunkt schon mal gesehen. Aber es ist immer am Anfang, der Film geht sehr sparsam damit um, uns mehr wissen zu lassen als ihn. Eigentlich gar nicht, sondern wir haben eigentlich immer so denselben Wissensstand, mehr oder weniger. Und insofern kann man so versuchen mitzurätseln und der Film dreht seine Spannungsspirale oder seine Daumenschrauben, was die Spannung angeht, sehr langsam, aber sehr konstant immer weiter fest. Und man kann dann gucken, wer es denn schlussendlich gewesen ist und was die Motive wirklich. Tja, und warum heißt der Film Reptile? Zwischendrin, kurz bevor sie umgebracht wird,
geht sie in dem Haus zu so einer komischen Pflanze und findet die abgestreifte Haut einer. Ah, stimmt. Einer Schlange. Einer Klapperschlange, was glaube ich vielleicht in dieser Gegend nicht so wahnsinnig ungewöhnlich sein muss. Also da gibt es ja durchaus Gegenden in den USA, wo sowas einfach passiert. Ich weiß nicht genau, wo das spielte. Habe ich nicht aufgepasst. Und ich wüsste wahrscheinlich auch nicht, ob das die Gegend wäre, wo diese Schlangen sind. Aber das lassen wir mal außen vor. Du hast recht, ja. Da musste ich kurz daran denken. So, da dachte ich, vielleicht ist das so eine Art des Markenzeichen des Killers oder so. Und dann wird das bestimmt nochmal irgendwann aufgegriffen. Aber überhaupt ich, nicht, gell? Ich habe es dann wieder vergessen, weil es nie nochmal vorkommt. Und diese Szene steht da so für sich alleine. Und ich weiß nicht, was die mir sagen wollte. Jetzt so im Nachhinein betrachtet. Da war meine Frau raus bei der Szene. Da hatte sie schon keine Lust mehr. In dem Augenblick dachte ich, das ist bestimmt so Foreshadowing oder so. Das wird noch wichtig, das musst du dir jetzt merken. Und dann irgendwann war das einfach so, keine Ahnung. Falls sie da nochmal drauf zurückgekommen sein sollten, dann haben sie diese Szene irgendwann später rausgeschnitten und vergessen, dass sie die andere auch rausschneiden sollen. Das war dann irgendwie irrelevant. Es spielt übrigens in Maine. Okay, Maine sortiere ich jetzt. Scarborough. Sortiere ich jetzt nicht in die Gegend. Nee, Klapperschlangen und so, gell? Ja, nee. Seltsam. Ja. Also ich hab's nicht verstanden, was das mit dem Reptile soll, aber ja, gut. Ja, du hast recht, es taucht immerhin ein Reptil auf oder die Haut eines Reptils. Ja, aber diese Whodunit-Sache, dieser Thriller, es ist eigentlich nicht mal ein richtiger Thriller, gell? So ein bisschen Thrill, aber. Es ist eigentlich ein ziemlich, es ist eigentlich ein ziemlicher Tatort-Krimi, gell? Das ist ein Hochglanz-Tatort, ja. Hat man doch neulich schon mal, gell? So. Ja, sieht verdammt gut aus, finde ich. Ja. Und ist halt schauspielerisch. Toll besetzt. Und ich meine, wie ich sagte, ist eingangs mit dem ausdrucksvollen Gesicht. Benicio del Toro spricht halt Bände mit Blicken. Und das ist schon. Ist der Portugiese? Nee, der ist doch. Der müsste doch Benicio heißen, oder? Benicio, okay, von mir aus heißt er so. Ich glaube, er ist. Oder der ist doch irgendwie Spanisch-Dings. Südamerikaner irgendwie, oder? Oder ist er aus Brasilien? Mittel- oder Südamerikaner, warte. Wäre natürlich die Frage, aus Brasilien könnte es sein. Er ist aus Puerto Rico. Ah, nee, dann muss er Benicio heißen. Übrigens, Alicia Silverstone, du hast vorhin Alicia gesagt. Ach so, da hat sie sich vor ein paar Jahren mal drüber beschwert, dass sie seit Jahrzehnten falsch ausgesprochen wird. Also, sie heißt tatsächlich Alicia. So spricht sie. Okay. Ja, das wusste ich nicht und insofern. Ja, das weiß ich nur zufällig, weil ich einfach vor Jahrzehnten einen harten Crush auf Alicia Silverstone und wahrscheinlich wie meine ganze Generation. war halt so 90er Jahre Sexsymbol, will man gar nicht sagen, weil es ging gar nicht so um Sex, sondern sie war halt sehr niedlich und so. Gell? Es war halt so der Traum unserer Generation, ne? Spätestens seit dem Aerosmith-Video oder ich glaube sogar in zwei Videos war sie, oder? Und halt in jeder zweiten Coming-of-Age-Klamotte der 90er Jahre. Ja. Und dann wird es so ein bisschen ruhig um sie, gell? Und jetzt ist sie plötzlich wieder da. Finde ich sehr schön. Fand ich cool. Als ich versucht habe rauszukriegen, wo er her ist, bin ich auf seiner IMDb-Seite und dann habe ich jetzt ganz kurz, während du geredet hast, über die Trivia drüber gescrollt. Und es macht das Hirn ja manchmal so seltsame Dinge. Und wenn du so, ich habe ja noch versucht, dir zuzuhören, habe versucht, die Dinger zu lesen. Parallel soll man nicht machen. Kommt dann halt Quatsch raus. Und dann lese ich halt, dass seine Mutter an Hepatitis gestorben ist, als sie 9 war. Und dann hat mein Gehirn endgültig Wolken geschlagen und ich dachte, wie geht das? Stimmt doch was nicht. Und dann siehst du, ja, mein Hirn hat da ein S reingemacht, wo keins war. Da steht, when he was 9 und nicht when she was 9. Okay. Also ich musste diesen Satz 3-mal lesen, bevor mein Hirn das jetzt kapiert hat, wo der Fehler liegt. Okay, also. Obwohl so seltsame Verwandtschaftsdinge sind mir die letzten Tage auch begegnet. Ja, aber diese Verwandtschaftsdinge wäre einfach unmöglich. Insofern. Das wäre unmöglich, ja. Aber mein Sohn hat in der Schule Moses durchgenommen. Mhm. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen zu Moses dann noch ein bisschen zusätzlich gelesen, weil es mich dann auch interessiert hat und festgestellt, dass seine Mutter war verheiratet mit ihrem eigenen Neffen. Das heißt, der Vater von Moses war auch sein Cousin. So ist das in Rödelheim. Ist das geil? Ach, der andere Moses, Entschuldigung. Ja, der andere Moses, um Gottes Willen. Also, das war jetzt aber nur ein Scherz. Ja, gefährlicher Scherz, du warst auch in Frankfurt. Ist ein Besuch. Nee, das lassen wir lieber. Ja. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ist immer schön, was man so in so Bibelgeschichten, wenn man so ein bisschen des Weges abkommt,
begegnet einem. Es musste ihm beibringen und er soll das dann im Unterricht wieder aufwerfen, genau. Das Thema. Mal gucken, was dann passiert. In der Arbeit schreiben, so, was wisst ihr über Moses? Ja, also sein Vater war auch gleichzeitig sein Cousin und... Genau. Und das wäre ja nach heutigen Gesetzen illegal. Nee, ist gar nicht. So. Habe ich übrigens neulich, völlig unabhängig davon, ist mir das irgendwo begegnet, irgendeine Doku oder sowas, über irgendwelche zwei Deutschen, wo genau dieses Verwandtschaftsverhältnis auch gelebt wird. Also eine Frau, die ihren Onkel geheiratet hat und Kinder mit dem hat. Und das ist zulässig in Deutschland, weil das irgendwie weit genug davon voneinander verwandt ist. Aber es ist schon irgendwie... Na, es ist mindestens mal weird. Ja, eher weird, genau. Genau, also zurück zu unserem Film. Ja. Aber findest du, dass er so, also was ich sagte, dass er Bände spricht mit Blicken? Ja, klar. Also, es ist halt ein krasser Schauspieler, ne? Also, ja, insgesamt kann man sich halt auch auf sowas konzentrieren in diesem Film, weil halt die Geschwindigkeit nicht so wahnsinnig hoch ist, gell? Also, kommen dann immer mal, es wird schon spannend hin und wieder. Aber man hat schon auch Zeit für sich auf die Charaktere zu konzentrieren. Also es ist schon nicht wahnsinnig schnell erzählt, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe das genossen, muss ich sagen. Was ich ein bisschen anstrengend fand an dem Film ist, dass er immer so mit seiner Musik versucht, so einen auf dicke Hose zu machen. Es kommen dann immer so Szenen, so Schnitte und dann macht die Musik sowas ganz Dreuendes, sowas dröhnend, guck mal hier jetzt ganz spannend und gleich kommt der Axtmörder um die Ecke und jemand läuft einen Gang in einem halbdunklen Haus runter und die Musik macht fürchterlich einen auf krasse Szene incoming und dann geht derjenige um die Ecke und sie fangen ein Gespräch an und der nächste so, aha, okay. So, und das passiert ein paar Mal, nicht nur ein paar Mal, das passiert mindestens 10 Mal oder so in dem Film. Und das war dann irgendwie so ein Stilmittel, nur nach ein paar Mal wusste ich dann auch, okay, das heißt nicht zwangsläufig, dass jetzt gleich irgendwas Mächtiges passiert, aber man ist halt so geschult, ja, wenn solche Musik kommt, die sich so in den Vordergrund drängelt, dann ist meistens irgendwas Bedeutsames im Anmarsch und hier war es halt einfach nur so, weiß ich nicht, vielleicht die Stimmung oder die Gedanken waren halt irgendwie zu dem Zeitpunkt gerade haben einen Dark Turn genommen oder so. Und das wollte die Musik uns vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es nicht nochmal ein zweites Mal angeguckt, um darauf zu achten, was da jetzt signifiziert werden soll. Aber jedenfalls nicht das, was ich am Anfang erwartet hatte und ich fühlte mich dadurch immer irgendwie verscheißert. Ja, so habe ich es getan, das stimmt. Ja. Aber dass er so langsam war, hat mich nicht gestört und auch nicht davon abgehalten, rumzurätseln, was das jetzt genau ist. Ich fand das eigentlich einen wirklich schön erzählten Thriller. Ich muss eher sagen, dass mich das Ende ein bisschen abgeturnt hat. Weil zum einen wurde das, ich hätte mir so mehr so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie es endet, aber ich sag mal so, es gibt einen Showdown, der ist auch was, wie inszenatorisch ist der auch ganz cool, ja. Aber für die Ausgebufftheit des ganzen Verbrechens und so, das wird dann so im Nachgang erklärt, wie das jetzt funktioniert hat, was da jetzt dahinter steckte, wer genau was, wie, wann, warum. Und das wurde nur in so einer, der eine erzählt es dem anderen oder so irgendwie aufgelöst. Und die eigentlichen Schurken, die zur Rechenschaft gezogen werden mussten, die sind in dem Showdown anders zur Rechenschaft gekommen. Und es war so schnell, das löste sich so puff auf und dann dachte ich so, aha, oh, okay, schon zu Ende, ja. Hätte ich jetzt irgendwie, weißt du, in so einem Tatort stehen die dann sich immer noch gegenüber und erzählen sich gegenseitig den Plan und der Schurke packt nochmal aus, weil er sich in Sicherheit wiegt und dann wird er doch festgenommen oder irgendwie so, weißt du, so kennen wir das aus allen James Bond und Mission Impossible Filmen. Ja, was ja auch total bescheuertes Trope ist. Was immer bescheuert ist, aber dann hast du wenigstens nochmal so als Zuschauer diesen Moment, wo du, wo du nochmal so drüber nachdenken kannst, das war deren Plan, so sollte das eigentlich funktionieren. Naja, gut, dass das jetzt durchkreuzt ist und so, weißt du, du kannst das nochmal so für dich verarbeiten. Und hier ist es einfach so, ja, der hat das gemacht und der hat der das gemacht und dann so hat es funktioniert. Alles klar, boom, alle tot. Und dann, wait, what? Halt, stopp, das ging mir jetzt zu schnell. Also das war so mein Gefühl dabei einfach.
Klar, ich kann da nochmal anhalten, zurückspulen oder Pause drücken, drüber nachdenken oder so, aber in dem Augenblick fand ich es irgendwie so, wie jetzt fertig? Hä? So, ich brauchte da noch einen Augenblick. Ja. Was ich ganz schön fand, was ich bisher nur einmal gesehen habe, und zwar in der Serie The Rookie mit Nathan Fillion, der Umstand, wie damit umgegangen wird im amerikanischen Polizeisystem, wenn ein Polizist einen anderen erschießt, also nicht einen anderen Polizisten, sondern einen Verdächtigen oder einen, wie auch immer, also in einem Feuergefecht einen anderen erschießt. Mhm. Dass da eben nicht wie bei Navy CIS, dass immer dargestellt wird, die, wenn sie irgendwo reingehen, erstmal drei Leute erschießen und dann weiter und dann nehmen sie jemanden fest und dann ist gut so. Und dann wird nicht mehr drüber nachgedacht, sondern dass dann halt erstmal ein Verfahren angestrengt wird, ein internes, dass dann der Polizist, der gerade jemanden erschossen hat, dann seine Waffe abgibt und dann untersucht wird, ob das rechtens war, was der getan hat und ob der in Zukunft fähig ist, wieder eine Waffe zu tragen und so. Das war hier nicht wahnsinnig ausführlich. Aber es war anwesend, ja, ja. Genau, aber es war anwesend. Es wurde gesagt, also bei The Rookie wurde da noch viel mehr gezeigt. Da wurde da eben dann das Verfahren gezeigt und die psychologischen Stunden und sowas. Also es war wirklich ganz interessant, also, weil das ist einem ja nicht klar. Also wir wissen, okay, die sind deutlicher scharf bewaffnet als bei uns, obwohl bei uns sind sie auch scharf bewaffnet. Ne? Ja, aber sie sind more trigger-happy vielleicht. Genau, hat man so das Gefühl. Aber es hat schon Konsequenzen, wenn die jemanden erschießen. Also es ist nicht so, dass die einfach jemanden erschießen und dann gehen sie weiter. Ne? Also so ist es halt dann doch nicht. Und das fand ich ganz cool, dass es so ein bisschen realistischer hier war als in vielen anderen Krimis. Ja, und dann aber auch mit diesem, wie es dann vielleicht in der Realität zumindest, könnte ich mir das so vorstellen, so dieses eine, ja, dann schieß ihn doch das nächste Mal von vorne tot. Das ist weniger Papierkram, als wenn du ihm in den Rücken schießt. Ja, genau. Das ist wirklich unangemessen viel Arbeit jetzt gewesen, dir deine Waffe und deine Marke zurückzubeschaffen, weil du ihn halt von hinten erschossen hast. Ich meine, in dem Augenblick, die Situation, so wie wir als Zuschauer sie gesehen haben, ich meine, Angreifen. Ein wildes Feuergefecht. Der Angreifende hat zuerst geschossen, hat die angegriffen, die haben sich gewehrt und er hat ihn halt in dem Augenblick getroffen, wo er gerade aus dem Fenster geklettert ist. Ja. Und hat ihn dadurch irgendwie in die Schulter von hinten geschossen oder so. Also da war ihm nichts vorzuwerfen. Nee, nee. Und so geht das ja dann auch weiter. Aber ich fand es auch gut, dass das da drin war. Weil man im ersten Augenblick auch denkt so, okay, wo führt das jetzt hin und so? Und dann stellt sich so zwei Minuten, drei Minuten später im Film raus. Nee, ist einfach nur so ein Teil dessen, so was da jetzt zu passieren hat, hat jetzt gar nicht so viel mit unserer Geschichte zu tun, gehört aber einfach dazu. Und erzählt das noch so nebenbei. Und ist vielleicht auch was von diesem, der Film geht langsam voran, kann sich dann halt auch sowas erlauben. Ja. In jedem anderen Film hätte man, oder in den moderneren, schneller gehetzten Actionfilmen oder so, wäre das niemals drin gewesen. Da hätte man das einfach tut jetzt nichts für diese Story zu Dings, Bam Bam, schießt da schon wieder in zwei Minuten später im nächsten Feuergefecht den nächsten Typen. Mhm, genau. Ja, und es gibt so viele schöne kleine Szenen, die auch so ein bisschen einen auf den falschen Pfad lenken, gell? Es gibt ja auch wahnsinnig viele creepy Figuren. Also ich denke da zum Beispiel an diese komische Kapelle, die er da besucht, wo diese Farbe an der Wand ist. Mhm. Und dann steht da plötzlich dieser komische Typ, der dieses Haus quasi bewacht und gibt ihm da so ein paar Antworten auf seine Fragen. Und er ist halt auch super creepy, der Typ. So, dessen Vater wahrscheinlich auch sein Cousin war. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Und ich weiß es nicht. Das sind so lauter so Szenen drin, wo man so denkt, okay, hier sind voll die Clues drin, hier muss ich jetzt genau aufpassen. Und dann diese Sache mit dem Bärchen, was sich dann da auf den Boden wirft und Fotos macht und so. Also es sind so viele. Boah, da habe ich Schiss gehabt. Ich auch. Oh, scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Als die da hochgehen wollen, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und ja. Und dann ist es, dann wird es so aufgelöst für so eine Gag-Szene eigentlich. Und dann die Sache mit, dass er diesen Wasserhahn so geil findet und sich diesen Wasserhahn. Also es sind lauter so kleine. Genau, gut, ja. Der Film hat einfach Zeit, diese Figuren auch menschlich zu machen, auch diesen Partner von ihm, der dann noch heiraten will oder nicht oder was auch immer. Das wäre alles nicht nötig gewesen, aber ja, auch die Beziehung von ihm und seiner Frau. Ja.
Und genau. dann diese Eifersuchtsgeschichte und so. Ja, es sind lauter kleine Geschichten, macht, die da erzählt werden. Es macht diese Figuren dreidimensional. Und ja. das fand ich gut. Also ich hab viel Freude gehabt mit dem Film. Allerdings, ich weiß nicht genau, wann ich den Film gesehen habe, irgendwann am Wochenende. Vorhin, als ich überlegt habe, wusste ich fast nichts mehr von dem Film. Jetzt, wo du es erzählst, kommt das alles wieder. Aber es bleibt echt wenig zurück. Also es ist, ja, vor allem meine Frau schaut ja dauernd Soko Schlag mich tot, vorhin Soko Stuttgart. Das sind halt auch so Whodunit Krimis. Das überlagert sich halt alles. Also die Story war schon nicht irgendwie herausstechend vor Standard anders Tatort. Ich meine, klar, sieht besser aus, ist besser besetzt, keine Frage. Erzählt ein bisschen außenrum, aber insgesamt war es halt schon eine relativ herkömmliche Story, gell? Ja, da würde ich nicht widersprechen. Ich gucke nicht so viel Soko-Dings, deshalb hin und wieder genieße ich so eine Story dann halt einfach mal. Und ich habe ja die ganze Zeit bei Justin Timberlake, ich hatte das ja letzte Woche vorgelesen, dass Justin Timberlake da mitspielt. Ich habe es dann wieder verdrängt bis zu dem Tag, wo ich's geguckt habe. Ja, ich habe es gesehen, aber ich dachte, ach, das ist ja cool. Ja, und da habe ich ihn nicht erkannt. Also ich meine, es ist nicht so, dass er jetzt besonders entstellt wäre oder so, aber er ist halt einfach ein bisschen älter geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und dann habe ich ihn nicht erkannt und habe nur die ganze Zeit gedacht, irgendwoher kenne ich den, aber habe es nicht nachgeguckt und so weiter. Und dann am Schluss, der Film zu Ende, Abspann läuft hoch, Justin Timberlake liegt. Ach, deshalb kenne ich sau peinlich. Sitzt er auf dem Sofa. Stefan oder was? Und, ja. Sitzt auf dem Sofa und schämst dich vor dir selbst, wenn du nicht erkennst. Das habe ich nicht oft, aber in dem Fall schon. Ja, weil es halt kein Schauspieler ist, gell? Man geht so im Kopf die Schauspieler durch, ja, die man so kennt. Ja. Und ja, muss einfach den Kreis ein bisschen größer ziehen. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal als Schauspieler? Ja, hatten wir schon. Ich glaube schon, ja. Könnte jetzt nicht sagen, in welchem Film, aber ich meine auch, wir haben ihn schon mal gesehen. Ich glaube tatsächlich in mindestens mehr als einem, würde ich sagen. Was mich ganz. Ich meine, wir hatten ihn auch schon mal in einem Krimi, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was wir ihn hatten. Naja. Ist schon viele Jahre her. Ich glaube, es war noch so zu Zeiten, wo wir aktiv in die Sneak gerannt sind. Könnte sein. Ja. Nun gut. Haben wir irgendwie noch irgendwas dazu zu sagen, oder? Nee, hätte ich jetzt. Ah, Social Network spielt damit. Ja, hätte ich jetzt akut nicht, glaube ich. Wenn du nichts mehr hast, sollten wir zu den Punkten kommen. Ja. Ja, für mich ist er wirklich so wirklich durchwachsen. Ich finde, er hat nette Elemente. Ich fand es schön, Alicia Silverstone endlich mal wieder zu sehen. Diese ganzen kleinen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten, die mit drum erzählt werden, fand ich alles gut. Aber insgesamt bleibt halt unheimlich wenig für mich. Also er ist mir ziemlich egal am Ende. Und ich habe keine Ahnung, warum er Reptile heißt. Ich gebe ihm 5,5 Punkte. Okay, das ist krass wenig. Nö, das ist nicht so krass wenig. Das ist ja die Jan-Skala. Das ist halt ein bisschen mehr als die Mitte, ja. Okay, gut. Ich habe gerade eben noch ganz kurz noch einschieben. Alpha Dog war ein Film, den wir in der Sneak hatten. War das, was mir in den Kopf schoss. Ja. Mit Bruce Willis und Emilie Hirsch. Und Justin Timberlake natürlich. War aber, glaube ich, vor Sneakpot-Zeiten. Gibt es keine Sendung zu. Ja, ich glaube auch. Nee, gibt es keine. Und da fiel mir ein, das schoss mir eben auch durch den Kopf, auch zusammenhangslos, dass da auch mein damaliger Lieblingsschauspieler oder da mit auch zu meinem Lieblingsschauspieler gewordener Ben Foster drin ist. Ah. Genau. Aber von dem hat man wenig gehört in letzter Zeit. Zumindest ich nicht. Vielleicht habe ich die falschen Filme geguckt. Mag sein. Ich meine, er hat mal irgendwas gemacht. Ja, hin und wieder taucht er mal irgendwo auf, aber ich könnte es jetzt auch nicht benennen. Mal so richtig durch die Decke geht, wie ich das erwartet hätte, tat er nicht. Nee, ist schon immer mal wieder irgendwo dabei, ja, aber. Gut, die Punkte. Wie gesagt, ich hatte viel Spaß mit dem Film.
Auch wenn er in dem Sinne, wie du sagst, es ist jetzt nichts Revolutionäres, aber es ist ein schöner, feiner, kleiner Whodunit-Thriller, der mir gut gefallen hat. Der mich versucht hat, mit der Musik zu verarschen, aber nehme ich ihm nicht so übel. Ein paar Mal hatte ich halt durch die Musik und durch die Art, wie es so kommt, so ein bisschen so Gruselmomente, die ich da nicht haben wollte, die dann aber im Nachhinein immer nie solche waren, sondern sich nur so darstellten. Ja, ich kann den eigentlich nur weiterempfehlen für Leute, die eine gute Tatortfolge auch zu schätzen wüssten. Die würden sicherlich auch diesen Film mögen. Und gebe 7,5 Punkte. Okay. Wir haben übrigens Ben Foster letztes Jahr in Medieval gesehen. Das war diese Jan Schischka Biopic-Verfilmung, wo auch Til Schweiger mitgespielt hat, unter anderem. Die habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Die gar nicht mal so schlecht war. Also habe ich in der eher gelobt. Folge war ich nicht dabei, glaube ich. Ja, stimmt, kann sein. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, zur Droge der Wahl, oder? Ja, dann hast du ein passendes Getränk dabei? Einen pangalaktischen Donnergurgler? Nein. Ich bin ja nach wie vor auf demselben Medikament, auf dem ich auch in der letzten Woche schon war. Ach so. Das prohibitiert mich von, heute habe ich nur so komische Wörter, ne? Vom Alkohol trinken. Aber da ich jetzt nicht schon wieder deutsches Wasser trinken wollte oder Rohrperle, ist die Droge der Wahl bei mir heute ein Innocent Smoothie Mango Maracuja Apfel. Des Willen. Warum? Was ist daran schlimm? Der war noch im Kühlschrank und ich mag diese Dinger. Ich schreibe einfach Smoothie. Das reicht doch. So, die knacken bestimmt auch beim Aufmachen. Warte. Ja, machen sie. So. Mango Maracuja Apfel, alles klar. Ich habe einen Brandy, und zwar Torres 20. Damit du was... Was? Benicio del Toro? Torres? Nee, fällt mir jetzt erst auf, dass es auch darüber passt. Ich habe es genommen, weil die Flasche so eine gerippte Oberfläche hat, wie so eine Schlangenhaut oder wie so eine Reptilienhaut. Ah. Aber es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der Name auch total gut passt. Okay. Wunderbar. Ja, dann. Prost. Torres. Den habe ich bei dir, glaube ich, mal probiert vor 100 Jahren oder so. Aber. Nee, so lange habe ich noch nicht. Ich glaube, ich habe den 2022 oder verwechsel ich den mit irgendwas anderem. Doch. Ich sehe nur so eine Flasche vor meinem geistigen Auge und dachte, die müsste es sein, aber vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendeiner der anderen Flaschen. Ja, ich habe ja mittlerweile eine ganze Sammlung von so skulpturierten Flaschen, weil ich das einfach schön finde, wenn die so fassen sich so gut an. Aber ist auch ein gutes Zeugs. Und der heißt ja wahrscheinlich 20, weil er 20 Jahre lang gelagert ist, nehme ich an. Obwohl bei Brandy, Das wäre ganz schön lang. Ja, vor allem Brandy ist doch eher so leerer, da kann man doch gar nicht wirklich eine Zahl dranhängen. Das ist doch total seltsam, wenn die da 20 sagen. Das älteste Fass in der Solera ist 20 Jahre. Ja, das hält die ja beim Zacapa zum Beispiel auch nicht auf, da 23 drauf zu schreiben. Ja, das stimmt. Das ist ja großer Quatsch. Aber, ja. Ja, ich habe überlegt, auf was sie in dem Film getrunken haben, also unabhängig davon, dass ich jetzt keinen Alkohol trinke. Aber Bier, als die da tanzen waren, oder? Ja, aber auch zum Beispiel in der Szene, in der sie da im Garten bei dem einen sitzen und auf Wetten abschließen darauf, wer es jetzt gewesen ist, wen sie am Schluss verhaften, was ich auch irgendwie eine lustige Szene fand. So vier Polizisten sitzen irgendwie im Garten bei einem und schließen Wetten darauf ab, wer es dann jetzt am Ende wird, sozusagen. Weiß ich nicht, ist das, darf man das? Ist das befangenheitsmäßig in Ordnung, sowas zu machen? Klar. Wenn man derjenige selber ist, der dann am Ende einen verhaften muss, dann will man doch, dass es der ist, auf den man gewettet hat, oder? Dann. Ich weiß nicht. Aber da trinken sie irgendwie nur Cola oder so. Das ist alles langweilig. Ja gut, da waren sie theoretisch im Dienst. Weiß ich nicht, ob das offiziell als im Dienst galt. Und dann trinken sie dauernd Kaffee und Milchshakes und so. Also irgendwie, man sieht sie dann in der Kantine. Und ja, es stimmt, auf der Party. Jetzt sehe ich in den Fotos hier, auf der Party steht eine Flasche High West Rye Whiskey. Nee. Dieser unfassbar teure, den ich noch im Schrank habe.
Ja. Ja, den hätte ich jetzt aber nicht extra rausgeholt. Ich habe jetzt gerade nochmal die Fotos durchgeklickt. Krass. Da sieht man diese Flasche. Okay, das habe ich aber auch im Film, ist mir das nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Cool. Was wiederum dafür spricht, dass ich von dem Film zumindest so dem Film so konzentriert gefolgt bin, dass ich nicht auf irgendwelche Flaschen geachtet habe, auch wenn ich sie selbst besitze und sie dort. Dass das Product Placement nicht hat nicht funktioniert. Nicht so gesetzt wurde, ja. Ja, funktioniert vielleicht schon, aber wir haben es nicht bewusst wahrgenommen. Naja, okay. Gut, also, dann kommen wir zu unserer nächsten Kapitelmarke, die natürlich sich um die dieswöchige Black Mirror-Folge dreht. Oha, ja, richtig. USS Callister. Schon ein Höhepunkt, sagt man. Sagtest du auch letzte Woche, als wir das nochmal kurz andiskutiert haben, dass die jetzt dran ist? Und ich muss sagen, ich bestätige das. Also das es hat mich wieder bestätigt darin. Das, also für mich ist das ein Höhepunkt der gesamten Anthologie. Also soweit würde ich jetzt schon mal vorab mitgehen. Jesse Plemons of Breaking Bad Fame in der Hauptrolle spielt einen Computerprogrammierer und in dieser Firma auch recht hochrangig ist, der CTO dieser Firma. Die haben ein Spiel, so ein Virtual Reality oder sowas Spiel. Ich weiß nicht genau, ob das scheint so zu sein, dass die Spieler auch diese selbe Immersionsfähigkeit benutzen, wo man sich diesen Knopf an die Schläfe steckt, oder? Das ist nicht nur. Genau, den wir auch schon mal gesehen haben bei in Black Mirror. Genau. Also kriegen auch wieder diese grau gefärbten Augen, wenn sie nicht gerade in der realen Welt anwesend sind, sondern sozusagen weg sind. Und ja, das ist ein Spiel, wo man so im Grunde Star Trek nachspielen kann. So, du hast ein Raumschiff und fliegst da in der Gegend rum und hast dann halt so unendliche Weiten, Open World, Open Weltall und kannst da rumfliegen und eben, weiß nicht, tun, was du möchtest. Das Gute oder das Böse, wie das so ist in diesen Rollenspielen, kannst du ein bisschen deinen eigenen Charakter formen und sein, wer du willst. Er ist der CTO dieser Company und wir sehen am Anfang zum einen, wie er spielt, selber an Bord so eines Raumschiffs und es ist alles so ganz cheesy Star Trek. Ja, es ist halt der Originals, gell? Original Series, Star Trek Originals. Genau. Er ist Kirk, er ist der Captain und alle anderen sind sehr deutlich, so da gibt's eine Uhura und da gibt's auch noch ein paar andere Charaktere, die man so kennen könnte. Und es gibt auch einen Spock und den behandelt er aber ganz schlecht, den kommandiert er irgendwie so rum und sagt ihm irgendwie, soll ich mal zusammenreißen, weil der ist so ganz weinerlich und so. Und legt seine Füße auf ihn. Ja. Das kommt erst später. Als Bank fungiert. Das kommt später. Und dann lösen sie einen Fall mit einem absurden Kahn-Bösewichtartigen Typen, der aber auch eine völlige Abziehbildfigur von allem ist. Und es ist alles sehr, sehr schlimm. Und am Schluss feiern sie ihn dann, indem sie irgendwie so Chaka rufen und er küsst alle Frauen und so. Und dann geht er am nächsten Tag zur Arbeit. Und wir sehen halt, dass die Leute, die er da in seinem Spiel reingeladen hat, seine echten Kollegen sind. Also er hatte virtuelle Abziehbilder von diesen Figuren, die halt ihn als den großen Captain feiern und mit ihm rumknutschen und so weiter. Und am nächsten Tag in der Arbeit, wenn er morgens da ins Büro geht, dann wirkt es erstmal so, als sei er da irgendwie der Praktikant oder sowas. Wir kriegen dann aber halt nach einer Minute oder anderthalb dieser Szene mit, dass er in das Büro geht, wo sein Name dran steht und da steht halt CTO drunter. Und er ist auch einer der wenigen, der da nicht im Großraumbüro sitzen muss, sondern ein eigenes sehr, sehr... Ja, er sollte eigentlich, die haben so eine Doppelspitze, gell? Und er ist eigentlich die andere Spitze, aber genau. Er wird halt irgendwie stiefmütterlich behandelt allen. Er wird von allen so behandelt, als sei er nicht da. Und aber er ist faktisch der zweite Chef. Dann tritt eine neue Figur auf den Plan, eine neue Kollegin, die gerade erst angefangen hat und die ist wohl so Entwicklerin und er ist halt derjenige, der maßgeblich für die Entwicklung dieses Spiels verantwortlich war und sie himmelt ihn so ein bisschen an, aber nicht jetzt aus so einer erotischen, romantischen Sichtweise, sondern aus so einer professionellen Sichtweise, sagt sie halt so, dieser Code, den er geschrieben hat, das ist absolut brillant und das ist so
so elegant und irgendwie, er sei quasi eine Koryphäe und sie sei jetzt total happy. Er wäre auch der Grund, warum sie hier angefangen hat und so weiter. Und ihm jetzt mal zu begegnen, sei also die Fangirl da ganz schlimm rum. Und man sieht ihm deutlich an, dass er da nicht so mit umgehen kann, weil seine sonstigen Sozialkontakte in diesem Unternehmen sind so, ja, alle halten ihn halt irgendwie für, keine Ahnung, für einen Loser oder für einen Creep oder irgendwie so, ja, die beachten ihn nicht weiter und dass er ihnen eigentlich vorgesetzt ist, ist den meisten so eine Mischung zwischen egal oder gar nicht klar. Also es ist ganz weird irgendwie. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch weiter erzählen wollen. Naja, wir müssen schon. Wir müssen schon zumindest. Wir müssen schon ein bisschen. Ja. Also, mach du. Was wir sagen müssen, ist, wie sich dieser neuen Praktikantin dann recht unangenehm offenbart, indem sie nämlich auch Teil seiner Projektion in diesem Spiel wird, ist es so, dass das nicht nur Projektionen sind, die er benutzt, also so ähnlich wie bei. Es gab es ja bei Star Trek auch, dass Barclay die Leitungsoffiziere im Holodeck benutzt hat als Figuren. Der Unterschied ist nur, hier ist es so, dass die ein tatsächliches Bewusstsein haben. Also die denken, dass sie sie selbst sind und dass sie das sind also nicht irgendwelche wie nennt man das? Computerkontrollierte Player, Dings, Charaktere. Ja, also der hat nicht nur wie NPCs. Im Holodeck einfach genau, nur 3D-Modelle erschaffen und dem Computer irgendwie gesagt, hier ist ein Sample von der Stimme, die muss so und so sprechen und dann lege ich fest, was die so sagt und was die so machen soll. Sondern das sind halt digitale Klone und die haben halt die Erinnerung an früher, an alles und die denken dann halt, dass sie selbst sie sind. Genau, die haben Bewusstsein und das ist das Problem. Genau, und er zwingt sie halt in diese Umgebung, in der er Gott ist. Was er auch unmissverständlich deutlich macht in einer Szene. Und die müssen halt das spielen, diese cheesy TOS-Abenteuer. Genau. Und es gibt für sie kein Entrinnen. Weil er das ist in halt diesem die fucking Hölle. Also, genau, weil er in diesem Universum alles kontrolliert. Und das macht für mich als Zuschauer machte das so einen krassen Turn, weil wir lernen diese Figur, Robert Daly, also diesen CTO, lernen wir am Anfang kennen, okay, er spielt dieses Spiel, das ist total cheesy, er küsst alle Frauen, ist alles sehr cringe und so, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ist halt so ein Spiel. Es ist halt so ein Spiel, man denkt sich, okay, also das ist ein bisschen geschmacklos auf eine Art, aber okay. Dann geht er am nächsten Tag zur Arbeit und wir sehen, wie ihn alle scheiße behandeln. Von der Empfangsdame vorne am Eingang über den Kollegen, den er bittet, ob er ihm Kaffee bringen kann. So alle. Also vor allen Dingen sein Co-Chef noch am meisten. Mhm. Und die eine Kollegin, die ihn anhimmelt, da hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber die ist zumindest als einzige irgendwie menschlich zu ihm, ja, dass sie jetzt so übertriebenes Fangirl ist, ist unnötig jetzt, aber für die Betrachtung, sie ist jetzt einzige mal nicht gemein zu ihm, ja, alle anderen sind ja irgendwie, entweder ignorieren sie ihn komplett oder sie sind abweisend oder outright fies und das baut ihn am Anfang natürlich erstmal so zu unserer Sympathiefigur, weil wir das ja gar nicht verstehen, wieso er so behandelt wird. Und dann nimmt das halt so einen ultra dark Turn. Dann kommen die da in diese, das nächste Mal klaut er halt dann ihre DNA und tut sie dann auch da rein. Und dann sehen wir halt mal so die Perspektive von jemandem, der da nicht schon seit Jahren drin gefangen ist und aufgegeben hat, sondern von jemandem, der da frisch reinkommt und was das halt für eine Höllenqual ist. Und wie lange dieser Prozess dauern muss, bis man so abgestumpft und angepasst ist wie die anderen, die da drin sind. Mhm. Wir wissen ja nicht, wie lange das schon geht. Und dann ist er halt so ein. Doch, das sagen die, glaube ich, irgendwann. Ja, okay. Das sind furchtbare Zeiten. Ja, genau. Das ist ganz schrecklich. Und das dadurch nimmt das dann so einen Umschwung, den man als Zuschauer dann auch erstmal verarbeiten muss, dass er eben nicht in dieser Geschichte, also er ist vielleicht in der Outside World, ist er vielleicht ein Stück weit ein Opfer. Er mag auch ein Creep sein. Das wird uns aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt,
wo das andere klar wird, noch nicht gezeigt. Bis dahin ist er eigentlich. Doch, die eine Kollegin, die Uhura, sagt das in der Real World auch, dass der einen immer so anstarren würde. Und ja, das schon. Das sagt sie irgendwann, aber bis zu diesem Punkt haben wir schon so viele Gemeinheiten und so erlebt, dass wir am Anfang das noch nicht verstehen. Und das sagt sie dann so und dann sieht man ihn auch einmal so starren und dann denkt man, okay, hat die vielleicht recht? Weiß ich nicht. Und in der nächsten Szene ist es dann ja schon, dann ist sie dann schon da aufgewacht. Und dann beginnen wir zu verstehen. Aber ja, und man, dem Zuschauer wird ja nicht nur die Unbekümmertheit auf diese Figur genommen in diesem Moment, sondern auch die Unbekümmertheit auf TOS. Also dieses, so wie wir eben TOS gesehen haben, so als ja, okay, ist halt 60er und ist halt cringe ein bisschen und ist halt nicht, sieht nicht mehr wahnsinnig gut aus, aber ist immer noch eine tolle Star Trek Serie, was ich nicht unterstreiche, also das ist nicht meine Meinung. Aber das wird einem hier ganz schön entrissen, gell? So, nee, das ist fucking hell und das ist überhaupt nicht cool, was da zu sehen ist und was da passiert. Natürlich, es wird noch dadurch schlimmer, dass er halt nicht nur der Captain ist, sondern er ist halt der Gott in dem Universum und kann Leute zu allem zwingen und so und sklavt die da rein, aber auch davon abgesehen, also dass er alle Frauen küsst am Ende zum Beispiel, gell? Und so schlimm war es bei Kirk jetzt nicht, ne? Genau, das ist ein bisschen auf die Spitze getrieben, gell? Oder den einen als Fuß ab Dings benutzt, gell? Das hatte eher was von Bruno. Aber es ist halt auch nur TOS auf die Spitze getrieben, gell? Und grundsätzlich ist das schon da drin. Also, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber okay. Also, ich sehe, was du versuchst, ja. Ja, genau. Also so dieses, man sieht das und denkt sich, ja, das ist, TOS ist nicht nur schlecht gealtert, das ist schon auch echt ungut, ja. Also, ja. Bis hin zum, ja, das ist ja sexueller Übergriff, was da passiert. Also, können wir benennen. Ja, ja. Ich fand, es hatte noch ein paar witzige Ideen so in Richtung zum Beispiel der Monster und so weiter. Also das war natürlich auch alles super düster und super, super fies. Aber die Idee war lustig, die dahinter steckte sozusagen. So gut, so gut, wenn der aus dem Spiel rausgeht, was dann passiert. Ja. So super. Genau, also überhaupt, das hatte so in dieser Fürchterlichkeit noch ein paar humorvolle Elemente, vor allen Dingen halt so für Track-Nerds. Ja. Auch dass dann die Lösung so Trekkie-mäßig, also wollen wir jetzt mal nicht spoilern, aber die Lösung für das ganze Problem am Ende aufzulösen, damit die Geschichte zu einem Schluss kommt, ist so, ja, so wie im Grunde für eine Star Trek-Folge auch, irgendwie die Mannschaft muss eine Lösung finden und das fand ich irgendwie schön, dass die in-game quasi stattfindet. Mhm, ja. Und das dann am Schluss noch mit so einem Kontrapunkt aus Computerspielrealität zu versetzen. Ja, oh, fantastisch. Und da fantastisch. Übrigens den ich letzte Woche, wo ich noch sagte, ach guck mal, hier ist ja noch ein berühmter Breaking Bad Schauspieler drin, allerdings nur mit einer Voice. Ich habe sie dann natürlich sofort erkannt, wenn man das auf Englisch guckt. Aaron Pauls Stimme, die von Jesse aus Breaking Bad, ist nicht zu verkennen. Und auch wenn man ihn nirgends sieht, sondern nur hört, als Gamer691. So gut. Ich habe ihn sofort erkannt und wusste, da ist er. Ja, letzte Woche über den Cast drüber gelesen habe und gedacht habe, okay, er hat nur eine Voice. Was wird das wohl für eine Rolle sein? Ja. Es ist eine sehr wichtige Rolle am Ende des Films. sehr, sehr schön gemacht, sehr schön eingebaut. Ach, der ist das. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade mal ein Bild von ihm. Der kommt auch noch kommt mal in der aktuellen Staffel vor, ja. Die Folge haben wir schon besprochen, genau. Ja. Ja. Ach, das ist, glaube ich, bei diesen Astronauten, gell? Ja, glaube ich, einer. Genau. Ja. Ja, schön. Ach, Kirsten Dunst spielt auch mit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das so? Ja, steht hier, Callister Employee. Lustig. Interesting, uncredited. Wo war die denn? Irgendwo durch den Hintergrund gelaufen. Vielleicht, ja. Es ist irre, also es ist schon auch gut besetzt, muss man echt sagen. Also, Ja. Und in der Logik der Welt sind mir keine Brüche oder so aufgefallen. Es hat alles wunderbar funktioniert. Alles war
logisch, und ich habe jetzt auch nicht, wir gehen ja immer wieder auf Jans Kritik damals zurück, dass die Menschen sich da nicht so verhalten, wie sie es tun würden, habe ich hier auch keine Klagen. Also bis auf die Art, dass er halt offensichtlich einen mächtigen Knall hat, aber so Menschen gibt's halt. Der Rest um ihn rum, fand ich so, war alles nachvollziehbar, was die so trieben. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie die sich da schon fügten, wie, da gibt es ja so ein paar Diskussionen darum, was man jetzt machen könnte, was die Optionen sind und ob man das tun sollte oder nicht. Ja. Da kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber ansonsten fand ich das alles weitgehend nachvollziehbar. Ja gut, aber die Druckmittel, die er hat, die sind ja auch echt heftig. Also Ja, eben. Übrigens, die Hauptdarstellerin Kristen Milioti, die ich ja sehr verehre, die hat mit dem, den du vorhin als irgendwie übertriebenen Kahn-Bösewicht bezeichnet hast, der ja auch der CEO ist, gell? Ja. Nee, oder? Oder ich verwechsel den immer mit dem Walton. Welcher ist jetzt in welcher? Nee, das ist dieser Sportler-Typ im Büro, gell? Die haben... Billy Magnussen heißt der Schauspieler, den du... Genau, Billy Magnussen. Die haben zusammen mal auch eine andere Science-Fiction-Serie gehabt. Made for Love, habe ich vor einem Jahr oder so mal besprochen. Die auch nicht super gut, aber schon ziemlich gut war. Also war schon auch empfehlenswert. Wo es auch so um virtuelle Realitäten ging. Also könnte man fast sagen, könnte man fast als Spin-off von Black Mirror sehen. Auch ganz gut. Made for Love übrigens besprochen in Folge 748, wenn das jemand nachhören möchte. Ah, siehste, kommt ziemlich gut hin, vor etwas über einem Jahr. Ja. Ja, nee, aber also herausragende Folge, also. Ja. Gehört auf jeden Fall für mich zu den 2, 3, 4 besten, die ich bisher gesehen habe. Ich habe noch nicht alle gesehen und lustigerweise beginnen tatsächlich genau jetzt die ich noch nicht gesehen habe. Denn die Weihnachtsfolge machen wir erst übernächste Woche. Das heißt, nächste Woche kommt jetzt die Nachfolgefolge. Archangel. Genau. Staffel 4, Episode 2. Ja. Archangel. Übrigens, habe ich es falsch in Erinnerung? Oder ich glaube, hier war doch auch gerade Weihnachten, oder? Ist das so? Irgendwas fiel mir auf. Oder war es in der letzten Folge? Nee, in der letzten war es nicht. Nee, ich meine, in dieser fiel mir auf so, ach lustig, jetzt haben wir extra die Weihnachtsfolge ausgelassen und jetzt ist es auch eine Weihnachtsfolge. Ich meine, da war auch Weihnachten, aber vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Doch, ich glaube, es war irgendwie Weihnachten. Naja, egal. Das war jetzt nicht großes Thema darin. Okay. Jetzt scheinen auch Folgen zu folgen, sagt man das so? Also diese hier war geregiert von Toby Haynes, den könnte man kennen, weil er einige Folgen Andor gemacht hat. Die nächste, Archangel, ist Regie von Jodie Foster. Ach, ist ja krass. Ja. Also wie gesagt, Prominenz nicht nur vor der Kamera, sondern jetzt in den neueren Folgen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme ist, werden wir sehen, wenn wir mal weiterkommen noch. Auch hinter der Kamera. Okay, krass. Gut, dann nächstes Themenkapitel. Du möchtest über Downton Abbey 2 sprechen. Ja, habe ich gestern gesehen. Ist der zweite Kinofilm dazu. Oder ich glaube, er lief auch im Kino. Also auf jeden Fall ein Film, keine Staffel oder so. Es gab ja diverse Downton Abbey Staffeln, in der wir eben dieses Adelshaus, dieses englische, so in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begleitet haben. Jetzt sind wir Ende der 20er Jahre angelangt.
Und ach ja, es ist, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, da jetzt Filme zu machen. Vielleicht sollten sie einfach mal noch eine Staffel machen, wenn sie noch was zu erzählen haben. Aber Spoiler, die haben eigentlich gar nichts zu erzählen. Sie füllen hier einen Film mit Versatzstücken, Klischee-Versatzstücken, ja, also da, peinliche, wirklich unfassbar peinliche Heiratsanträge, Hochzeit, Tod natürlich, tragischer, der auch absolut lächerlich ist, muss man wirklich sagen, also eine der Hauptfiguren stirbt, aber sie ahnt praktisch ihren Tod so voraus, ja, also man so, ah ja, sie liegt im Sterben, dann gehen alle hin, gruppieren sich ums Bett, sie wirkt überhaupt nicht sterbend, sie wirkt wach und im Kopf klar und eigentlich auch, ja, ein bisschen geschwächt und so, aber also meine Frau, die gerade eine Erkältung hat, wirkt wesentlich sterbender als die Figur gestern in Downton Abbey. Schon wieder Frau unter den Bus geworfen. oder sagen wir so, jemand, der gerade eine normale Erkältung hat, wirkt sterbender als die Figur in Downton Abbey, die tatsächlich stirbt. Okay. Und sie verabschiedet sich halt von verschiedenen Leuten, sagt noch zu verschiedenen Leuten was und als sie damit fertig ist, stirbt sie halt. Ja, also wirklich, sie sagt den Satz noch zu Ende und dann stirbt sie. Das, so, ist immer, das kann doch nicht, ernst, das ist ja wie in der Oper. Ja? Also sie muss ihre Arie noch singen und dann passend, stirbt sie. Unfassbar, ja, also nee, mag ja sein, dass man das merkt, wenn's so, aber dann stirbt man vielleicht in der Nacht drauf oder keine Ahnung, ja, aber dass man genau in der Sekunde stirbt, wenn man alles gesagt hat, also naja, und so Sachen sind da halt dauernd. Dann ist auch das Thema Stummfilm und der Ende der Stummfilm-Ära. Es wird dann ein Stummfilm gedreht auf dem Herrenhaus, auf dem die da wohnen. Dann ist praktisch in dem Film, also den wird dann die Finanzierung abgedreht und dann haben sie, müssen sie das zu einem Tonfilm ummodeln und so, bla 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 bla. Ja, also es wird jede Geschichte wird da halt erzählt. Dann haben sie natürlich eine Erbschaft in Südfrankreich, wo sie eine Villa erben. Die Villa ist ein fucking Schloss, ja, das ist absolut lächerlich, das Villa zu nennen. Wo sie dann alle hinfahren und dann mit den Leuten dort, also mit der, ja, da gibt es ja noch familiäre Verwicklung. Ja, es ist völlig absurder Unsinn. Es ist viel zu schnell erzählt. Also es ist diese gemütliche Adelsruhe, die Serie ausgestrahlt hat, ja, wo man eben so sich dem so ein bisschen ergeben konnte und halt ignoriert hat, dass das natürlich Adelsglitter ist und keine so richtig moderne Aussage macht. Das ist hier nicht mal, ja, sondern wir hetzen hier von Story-Element zu Story-Element, die alle völlig belanglos sind, alle irgendwie cringe. Die Figuren, ja, ist halt Fanfiction, oder nicht Fanfiction, Fanservice, die werden halt, wird halt jeder mal gezeigt und jeder darf halt was sagen und ich hatte zum Teil das Gefühl so, ist der nicht schon vor mehreren Staffeln rausgeschrieben worden? Warum ist denn der jetzt plötzlich wieder dabei? Damit er halt wieder dabei ist, gell? Also, es ist überhaupt nicht gut. Also, ich fand den letzten Film, der war noch irgendwie, konnte man so als Abschluss für die Serie sehen, aber das hier ist einfach nur eine ganz fiese Aufgusssoße. Es versprüht überhaupt nicht den charmanten Vibe von der Serie und es tut richtig weh zum Teil. Es ist, okay, krass. Es ist schmerzhaft dumm. Das ist immer das, was man braucht, um es am Ende auf so eine DVD-Cover drucken zu können. Sneakpot. Schmerzhaft dumm. Sneakpot sagt schmerzhaft dumm. Und so für die Hardcore-Fans ist das dann so ein Seal of Approval, wenn die anderen es hassen. Dann. Ja, kann sein. Nee, also am Ende habe ich fast geschrien. Nee, nicht nur fast, am Ende habe ich zum Teil geschrien. Hab gesagt, nein, nein, bitte nicht. Weil es einfach so schrecklich war und so cringe. Also diese Heiratsanträge, die sind so fucking schlimm, ist kaum zu ertragen. Okay.
Gut, ich werde das an meine Frau weitergeben. Die ist ja, ja, hat auch Downton Abbey geguckt und The Crown, ja, und all diese ganzen Dinge. Es ist wirklich nichts zu empfehlen. Es ist nichts zu empfehlen. Also selbst oder gerade Downton Abbey Fans eigentlich nicht zu empfehlen, weil es macht irgendwas kaputt. Es ist läppisch und dämlich. Also und voll von bescheuerten Geschichten. Und diese Todesszene ist absurd. Merkt man jetzt gar nicht, dass du auf dieser Todesszene so ein bisschen festhängst. Und man kann dann auch gar nicht traurig sein. Also ich nicht. Ich war da nicht, ich bin ja schnell ergriffen. Man weiß das von mir. Das fand ich auch so lustig die Woche, dass man am, hast du das mitgekriegt in meinem Be Real? Dass man am anderen Ende der Welt sich über meine Verdauung Gedanken macht. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Das fand ich fantastisch. und man weiß auch am anderen Ende der Welt, dass ich schnell zu Tränen gerührt ergriffen bin. Aber das hat es nicht geschafft, ja, obwohl es eine der zentralen Figuren war, die da stirbt. Aber es war dann auch egal, weil, ja, weil es halt wie so eine Tosca-Arie war. Sie singt noch ein bisschen und dann tritt sie ab halt, gell? Ja. So what? Ah. Nee. Macht das nicht. Tut euch das nicht an. Okay, dann lassen wir das so stehen. Die Empfehlung lautet nicht schauen. Mhm. Und jetzt sprichst du als nächstes über Squid Game, The Challenge. Oha, da haben wir ja gleich noch so einen Aufguss. Ja, bin jetzt gespannt. Gibt es den nächsten Mega-Verriss? Oder? Bisschen wahrscheinlich. Durchwachsen. Ich ahne also, etwas. Ja. Squid Game, ich muss es eigentlich nicht erklären. Netflix-Serie von vor geschätzt 2 Jahren oder so, ich weiß nicht genau. Was so eine Battle-Royale-Serie war. Eine ziemlich brutale, wo ich dann auch geschockt war, als ich dann irgendwie von Arbeitskolleginnen gehört habe, so, ja, mein Sohn guckt das auch nicht. So, ist der nicht 10? Ja, ja. So, ich glaube, du hättest ihn das nicht gucken lassen sollen. Nee, gar nicht. Ja, aber es wusste nicht, was das ist und hat, ja. In der Schule gucken das alle so. Ja, es ist. Ja, das macht es nicht besser. Kein Grund. Ja, genau. Es ist eine sehr brutale Battle Royale-Serie, wo es um eine Spielshow geht. Wo man aber, wenn man ausscheidet, und es scheiden halt viele aus, also so, ich glaube, es sind insgesamt 300 Spieler und bis auf einen scheiden halt alle aus, und wenn man ausscheidet, dann wird man halt umgebracht. Oft erschossen, manchmal auch irgendwo runtergestürzt oder sowas. Ja, und jetzt gibt es halt eine Spielshow dazu, eine Reality, so Big Brother Show dazu. Oder gab es, und sie suchen auch Spieler für weitere Staffeln in verschiedenen Ländern, wird am Ende eingeblendet. Das heißt, wir sehen jetzt so etwas, was so ein bisschen aussieht wie, ja, wie Big Brother oder wie Takeshis Sommerhaus Karte, der Stars, oder? Ach nee, ohne Stars. Ja, genau, oder wie Sommerhaus. Nur halt in den Squid Game. Aber ohne Umblenden, nehme ich an. Ja, dazu komme ich jetzt gerade. Das ist so ein bisschen albern. Also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, weil es schon ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich ist. Es geht, also die Spiele sind oft die gleichen wie in der Serie. Das, was ich, muss ich sagen, auch ein bisschen kritisiere, weil dadurch wissen die ja, was kommt. Häufig. Es kommen dann aber auch viele so Psychospielchen, wo sie nicht wissen, was kommt. Und es geht gleich los mit dieser Szene, was wir in Deutschland Box vorm Berg nennen. Da heißt Red Light, Green Light oder so ähnlich. Also wo sich jemand wegdreht, und wenn der sich wegdreht und die Musik spielt, dann darf man sich bewegen. Und wenn er sich wieder umdreht und aufhört zu singen, dann muss man starr stehen. Und wenn derjenige sieht, dass man sich bewegt hat, dann ist man ausgeschieden. Und bei Squid Game, also bei der Originalserie, wurden die Leute dann erschossen von irgendeinem Sniper oder sowas. Von einem automatischen Sniper. Und es häuften sich dann eben die Leichen auf dem Spielfeld, was schockierend war, weil es halt im Endeffekt das erste war, was man sah von Squid Game. Und dann eben sowohl der Zuschauer als auch vor allem eben der Mitspieler merkte so, oh, das ist fucking ernst hier. Und worauf habe ich mich hier eingelassen? Hier in der Spielshow in Squid Game The Challenge
ist das natürlich nicht so. Aber auch hier werden die Leute erschossen und zwar mit so Farbpatronen, also so Gotcha-Gewehren. Nicht in Rot, sondern in so einem Anthrazit. Also die kriegen dann plötzlich so einen anthrazitfarbenen Fleck auf der Brust und werden damit eben abgeschossen. Aber mit der vollen, also so eine Paintball-Kugel tut ja weh. Ist das da auch so? Ja, ja, genau. Man sieht, dass das weh tut, ja. Okay. Und die brechen dann auch zusammen, als wären sie erschossen worden. Also denen wurde offensichtlich gesagt, so wenn ihr da erschossen werdet, dann müsst ihr auch spielen, dass ihr sterbt. Also die verabschieden sich dann auch von niemandem mehr, sondern die brechen zusammen und sehr unterschiedlich. Manche fallen einfach um und manche machen dann so ein bisschen theatralisches Sterben. Kennst du diese berühmteste Todesszene aus so einer türkischen Serie, die ging vor einer Ewigkeit mal durchs Internet? So die längste und schlecht gespielteste Todesszene aller Zeiten. Ah, die kenne ich, ja. Die geht irgendwie ewig und der Typ stirbt irgendwie 20 Mal hintereinander. Und daran muss ich gerade denken, als du gesagt hast. Ist das nicht in einer Autowerkstatt oder so? Ist das das? Nee, ich glaube, es ist eher so ein Wohnzimmer oder sowas. Ach, ja, du hast recht, in einem Wohnzimmer war es, ja. Ja. Ja, kenne ich. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist eben schon so ein bisschen cringe, weil einem ja klar ist, okay, es ist also nur gespielt. Sie sprechen aber immer von Sterben auch. Also so, also sie tun so, als wenn sie wirklich... Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Hm? In der originalen Serie waren es auch Schauspieler. Es war auch nur gespielt. Ja, natürlich. Aber schon klar. Aber das, die Geschichte, die erzählt wurde, war ja da, dass sie wirklich sterben. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, ist ja nicht, dass sie sterben, sondern die Geschichte, die hier erzählt wird, ist, dass es eine eigentlich harmlose Big Brother-Geschichte ist. Und ja, das ist so ein bisschen komisch. Aber man gewöhnt sich dran und sie machen das auch weniger. Also sie machen das hin und wieder, das mit diesem Erschießen, aber oft ist es so, es kommt dann so eine Stimme, irgendwie Player so und so, so und so, you are eliminated. Dann geht irgendwo eine Tür auf und dann kommen diese roten Typen mit dem komischen Fechtmasken und dann führen die den raus. Und der verabschiedet sich aber meist auch nicht von den anderen. Also die sind dann so tatsächlich, als wären sie gerade gestorben. So, und das, was interessant ist bei dieser Serie ist, dieser soziale Aspekt ist so wie bei Big Brother früher auch, ja. Ich habe dann irgendwann aufgehört, Big Brother zu schauen, aber so in den ersten, sagen wir mal, 2, vielleicht 3 Staffeln war ja das tatsächlich noch ein valide, interessantes soziales Experiment, wo es ja auch noch einen stärkeren Durchschnitt durch die Gesellschaft gab. Also die Repräsentierung der Gesellschaft war da ja noch viel stärker. Es war ja dann spätestens ab Staffel 4 oder so, waren es ja eigentlich nur noch Stripperinnen, Pornodarstellerinnen, Bodybuilder und weiß nicht was noch. Ja, also und für diese Crowd war es so eine Art Selbstdarsteller. Genau. Und in der ersten Staffel war das halt, weißt du, da waren Informatiker mit drin und eine Ärztin und aber eben auch Zlatko und Jürgen, ja, und so. Also es war einfach eine Mischung aus allem. Und die dann miteinander zurechtkommen mussten und zum Teil eben auch nicht miteinander zurechtgekommen sind. Und das haben diese Dynamik haben wir halt in Squid Game hier jetzt auch. Die leben ja alle zusammen in so einem Schlafsaal. Also das alles so sieht original aus, so wie in Squid Game. Und bilden natürlich ganz schnell Grüppchen, natürlich, weil sie eben sich dadurch auch erhoffen, dass man, wenn man eben eine Seilschaft hat, irgendwie bessere Chancen hat, weiterzukommen, weil es eben Spiele gibt oder auch Entscheidungen gibt, wo es halt besser ist, wenn du eine Grout hast. Und das ist ganz interessant, wie man das so sieht, wie das eben entsteht und wie sich das dann auch verändert, weil die müssen dann ja, wenn Leute ausgebotet werden oder rausfallen, eliminiert werden, dann müssen die halt neue Bündnisse knüpfen. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Und die Spiele sind zum Teil, also wie die Spiele gespielt werden, auf psychologischer Ebene, das ist auch zum Teil ganz interessant, zum Teil aber auch nicht. Zum Teil ist es ganz
albern, langweilige Suspense-Scheiße, wie das bei uns auf den privaten Sendern auch gemacht wird, wo halt eine Nicht-Entscheidung ewig lang rausgezögert wird. Das hasse ich. Hasse ich auch. Das ist aber das Schöne bei Netflix, da kann man dann einfach 10 Sekunden weiterspringen und nochmal 10 Sekunden, nochmal 10 Sekunden. Und dann kann man die Serie auch relativ schnell durchschauen. Und was ich auch überhaupt nicht liebe, auch in solchen Serien überhaupt nicht liebe, ist, wenn, finde ich auch bei Ninja Warrior ganz schlimm, bei Ninja Warrior sind Sportler, die kommen dahin, um diesen Parcours zu machen und das zu zeigen, ja. Und da möchte ich nicht irgendwelche Einspieler haben, dass die zu Hause ihre Oma pflegen oder dass sie, keine Ahnung, früher Krebs hatten und das jetzt nicht mehr haben oder dass sie 5 Geschwister haben oder dass, keine Ahnung, so what, irgendeine Scheiße, das will ich nicht sehen, es interessiert mich nicht die Bohne. Und das ist hier aber auch so, ja, die erzählen dann dauernd, dass sie eben, keine Ahnung, aus Vietnam geflohen sind mit 9 Jahren und dann bei der Navy waren und bla 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 bla, ist mir alles scheißegal, ja. So ein bisschen, manchmal ist so eine Hintergrundinformation ganz wertvoll, um das dann einzuschätzen, wie sie agieren, ja. Aber da braucht man in der Regel, keine Ahnung, 10 Sekunden Einspieler und nicht mehrere Minuten. Also es finde ich mal so ein bisschen anstrengend. Aber da bin ich dann halt drüber gesprungen, ja, war mir egal. Hab, glaube ich, nichts Nennenswertes verpasst dadurch. Und sonst, man schaut sich da gut rein. Also es ist doch ganz interessant. Man kriegt auch eine Connection zu den Spielern. Und also ich war emotional involviert, muss ich sagen. Also es macht schon Spaß. Auch wenn natürlich die Fallhöhe nicht so groß ist. Gell? Also die Leute sterben halt nicht. Aber das kennen wir ja auch aus solchen Nominierungsshows oder solchen Big Brother Formaten. Wenn du da auf so engem Raum und so intensivem sozialen Gefüge bist, dann ist es schlimm, wenn du rausgevotet wirst. Also das ist, und das nehme ich den Leuten auch ab, dass die, natürlich ist nicht wie sterben, aber es ist schon, die sind wirklich betroffen, wenn dann derjenige, mit dem sie die letzten Tage eben eng verbracht haben und auf den sie sich verlassen haben und wo sie gesagt haben, das ist der Einzige, dem sie vertrauen können, wenn der dann rausnominiert wird oder rausgevotet wird durch irgendeinen blöden Zufall. Oder sie ihn vielleicht sogar, ja, wenn es dann eine Ausscheidung gibt, er oder sie, und dann müssen die gegeneinander antreten in irgendeinem blöden Spiel und ja, und du musst dann deinen besten Freund rausvoten und sowas. Das macht schon was emotional und das war schon glaubhaft und fand ich cool. Also fühlte ich mich so ein kleines bisschen zurückversetzt, so in die ganz frühen Reality-Formate. Also wie gesagt, Big Brother 1 zum Beispiel, ja. Also, ja, kann man schon schauen. Okay. Ich bin da vollkommen raus. Ich habe Big Brother 1 und Germany's Next Topmodel 1 und 2 habe ich, glaube ich, gesehen. Und dann ist aber auch, ich glaube, den Rest, also ich glaube, ich habe mal eine Staffel auch Dschungel noch zur Kenntnis genommen. Mhm. Aber ansonsten, ich habe da, glaube ich, aber auch 90% von dem, was gesendet wurde, oder 95, ja, nicht gut, gesehen. Mittlerweile, im Vergleich, ja, mittlerweile kann man das, ist ja völlig inflationär, was da gesendet wird. Aber vor allem ist es halt so lustig, dass es jetzt mittlerweile nur noch scheinbar Promis machen oder nur Promis gezeigt werden und keiner davon ist ein Promi. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr anbiedernd oder früher hat man das ja immer gesagt, wer sind denn diese Promis? Aber jetzt ist es halt wirklich so, man kennt die nicht. Und wenn man schaut, also jetzt so dieses Sommerhaus der Stars zum Beispiel, ja, und wenn drunter steht, ich habe das vorhin so erwähnt, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich hab das einfach dann sind die halt prominent, weil sie vorher schon bei Bachelor in Paradise oder also, ja, okay. Keine Ahnung was waren, ja. Also die sind prominent dadurch, dass sie bei diesen Formaten halt mitmachen. Also Dauerkandidaten so. Ja, genau. Geil. Was halt keine Prominenz eigentlich ist. Aber naja. Naja, das ist Definitionssache. Ne? Du bist prominent, ja, wenn du im Fernsehen stattfindest und Leute dir zugucken bei irgendwas. Kannst auch so prominent werden, ob das jetzt... Ja, wenn du halt das zweite Mal bei sowas mitmachst, bist du halt dann der Prominente. Genau. Ja. Naja. Ja, stimmt, Jürgen war doch jetzt in irgendeinem dieser Formate, oder? Also den gibt's Jürgen noch? Milski, ja, der war jetzt in so einem Format und hat sich ziemlich schlecht benommen
und wurde dann rausgewählt. Ich weiß aber nicht, bei was für eine, ob das auch jetzt wieder Promi Big Brother vielleicht. Könnte sein. Ja. Vielleicht. Hat sich ziemlich aufgespielt und Leute schlecht behandelt und war herablassend und so und wurde dann rausgewählt. Naja. Überraschung. Wo ist das halt? Gut, ja. Dann machen wir da einen Deckel drauf. Ja. Squid Game The Challenge habe ich jetzt nicht raushören können. Vielleicht gucken, wenn man. Ja, kann man machen. Für sowas hast, ja. Ja, wenn man Squid Game gut fand und so. Es ist halt, ja, es ist halt nicht die Fallhöhe. Es ist halt ein Reality-Format für Squid Game-Fans. Ich muss aber sagen, es hat mich so weit reingezogen in dieses Kopf-Setting, dass man da stirbt. Als dann am Ende der Aufruf kam, so hier, bewerben Sie sich jetzt, bla bla bla. Und dann kamen so Bilder von Squid Game, so dieser Anfang, wo die Leute dann diese Visitenkarte bekommen und dann im Dunkeln von so einem Auto irgendwo abgeholt werden und so, wo ich mir dachte so, ah nee, das würde ich nicht tun. So dieser letzte, so bin ich wirklich sicher, dass das Squid Game ist, wo man nicht stirbt? nicht, dass ich dann im falschen Squid Game bin. So dieser Gedanke so, ah nee, das mal besser nicht. Okay. Ja. Also soweit hat's mich dann schon, gell? Also, bleib mal hier, wir brauchen dich fürs Podcasten jetzt. Ja, genau. Ich kann dir eh nicht weg. Besser nicht. Quit Game The Challenge. Gut, ja. Also okay. Irgendwie dann doch überzeugend, ja. Und tatsächlich eine Sache, die in Squid Game auch war, da gibt's so eine gläserne Brücke, wo du immer so Schritte weitergehen musst und Teile der Brücke sind halt aus Panzerglas und Teile sind halt aus zerbrechlichem Glas. Und du stürzt dann halt in die Tiefe, wenn du den falschen Schritt machst. Und das ist hier auch, und das haben sie echt cool gemacht, weil dann der Untergrund ist halt abgedunkelt, also man sieht nicht in die Tiefe und die Leute stürzen halt wirklich in die Tiefe und sind dann weg. Also ist wahrscheinlich ein Netz drunter, gell? Klar. Das war cool gemacht, weil die stürzen halt wirklich ins Nichts. Also die Immersion war eigentlich ähnlich gut wie in der Serie selbst. Also ja, ist schon gut gemacht, muss man sagen. Und die Kulissen sehen saugut aus. Also sehen aus wie im Original. Ja gut, das Original war ja auch unfassbar erfolgreich. Da müsste ja das Geld da sein. Ja, genau. Ja, gut. Ja. Okay. Damit sind wir durch mit unseren Videothemen, aber noch nicht mit unseren Entertainment-Themen, denn du warst mal wieder auf einem Konzert. Du gehst ja jetzt nur noch auf Konzerte. Ich gehe am Wochenende schon wieder auf ein Konzert. Es gibt's ja irre, nicht. Irre. Momentan gehe ich dauernd auf Konzerte. Was sagt deine Frau dazu, dass du dich so dem Entertainment hinwirfst? Naja, ein bisschen. Ja, jetzt am Wochenende geht sie ja mit. Also so. bei den zwei Konzerten, die jetzt noch kommen im Dezember, geht sie ja bei beiden mit. Also von daher. Aber sie hat schon sowas gesagt, dass ich ein bisschen langsamer machen muss. Also gerade das Thema, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal ins Kino gehen. Da hat sie schon so ein bisschen, ja, wir haben ja auch noch Kinder und so und können ja nicht immer weg sein und so. Ja, aber ja, ich war in Offenbach, in der Stadthalle in Offenbach. Ja, bist ja hier vorbeigekommen fast schon. Ja, bei Baby Metal. Ja, okay, ich habe so wenig Bezug zu diesen Bands, zu denen du immer gehst, ich kann da jetzt gar nicht viel. Okay, ja, berichte eher. Baby Metal ist Kawaii-Metal-Band, also ich würde sagen so die zentrale Kawaii-Metal-Band. Und die kommen aus Japan hierher und treten dann in Offenbach auf für so eine Selected Crowd von Wahnsinnigen, die das geil finden. Genau, die machen eine ziemlich große Europatour machen sie. In München waren sie, glaube ich, ein paar Tage vorher und dann jetzt. Gestern war es, glaube ich, in Paris. Und zwischendrin halt in Offenbach. Und das ist so, musikalisch ist das so eine Mischung aus J-Pop und aber auch richtig hartem Metal, also Death Metal, zum Teil auch ein bisschen das, was wir Crossover nannten in den 90ern, was man dann später New Metal nannte. Ja, eine wilde Mischung, zum Teil auch ganz, ganz herkömmliches Heavy Metal. Also es geht alles rein und es ist musikalisch wirklich cool gemacht, gut gemacht.
Und die machen halt eine krasse Bühnenshow, also muss man halt sagen. Sehr choreografiert und sehr mitreißend. Sie hatten eine Vorgruppe, die Wargasm heißt. Und die aus Großbritannien ist. Und eigentlich, also als ich es mir dort angehört habe, hatte ich so das Gefühl, das ist irgendwie so Metalcore. Ich habe es mir jetzt später auf eine Streaming-Plattform angehört, muss sagen, es ist eher New Metal. Das wirkt allerdings live nicht so, weil sie live doch härter waren, als sie halt abgemischt sind und vor allem waren sie halt dissonanter, also weil sie singen halt nicht so in Tone. Aber sie haben schon eine gute Show gemacht, muss man sagen. Was mich am Anfang ein bisschen abgeturnt hat, war erstmal, dass ich vor der Halle anstehen musste. Das bin ich nicht mehr so gewohnt. Ich war in letzter Zeit immer bei Konzerten in wirklich kleinen Clubs, wo man einfach hingeht und reingeht. Und hier jetzt so mit Einlass, richtig in Einlasskontrolle, so, ja, war halt ein größeres Konzert. Und dann komme ich rein und bin halt echt weit von der Bühne weg. Und da habe ich halt gar keinen Bock. Also war ich richtig angepisst am Anfang. Gedacht, Scheiße, ich bin richtig weit weg. Das ist doch Kacke hier. Und ich war nicht so spät. Ich war irgendwie 20 vor Beginn, ja. Also, ja gut, das ist nicht so super früh. Aber ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich schon früher vor Bühnen gecampt, um genau, weit vorne zu sein. Ja, bei Death Stars war ich halt Punkt. Ja, es ging um, ich glaube, um 7 los. Ich war um 7 da. Und stand trotzdem in der zweiten Reihe. Gell? Also geht man halt einfach vor. Nee, hier nicht. Es war Mordsgedränge. Es waren sehr viele Männer. Zum Teil auch cross-dressed oder auch geschminkt und mit Zöpfen und sowas. Also so Kawaii eben. Die Frauen, die da waren, waren häufig auch so ein bisschen Cosplay-mäßig angezogen. Und es war richtig voll und es war sichtlich, waren es Hardcore-Fans. Ja, und dann war ich weit weg und dachte, ja, scheiße, was machst du jetzt? Und hab gedacht, okay, ich bin alleine. Das heißt, wenn Leute mit Getränken vorbeikommen, dann hänge ich mich einfach an die dran und vielleicht komme ich noch ein bisschen weiter, so wenigstens in die Mitte, ja. Also nicht, ich war halt seitlich hinten, ja, das war total blöd. Und so habe ich mich dann halt zunehmend ein bisschen in die Mitte geschoben. Und dann bildeten sich bei Wargasm zwei Moshpits, wo dann der Sänger, also es war eine Sängerin und ein Sänger. Die Sängerin, habe ich später erfahren, ist eigentlich ein Model. Also wenn man die googelt, findet man so Bilder von ihr und Cara Delevingne. Und ja, die kam schon gut rüber, aber das klingt echt blöd nach alten weißen Mann, aber die waren mir eine Idee zu jung. Also es war halt so, wo ich mir dachte, so, ja, okay, ihr seid echt jung. Ist so, ist halt das, was man mit 22 für ein wildes Rockkonzert hält, gell? Oder für das, was relevant ist oder so. Ja, die waren wild und es war halt schon, es war sehr teeniehaft und unerwachsen eigentlich. Aber es hat schon Spaß gemacht. Und die haben dann halt auf diesen Moshpit aufmerksam gemacht. Man solle doch bitte da die Moshpits vereinen und ordentlich Gas geben. Und da waren dann mehrere Leute, die dann durch die Reihen sich schoben und mit dem Argument, sie wollen zum Moshpit. Und habe ich gesagt, okay, da schließe ich mich an. Dann warst du vorn. Und da noch nicht. Und dann war ich im Moshpit, im hinteren Moshpit. Und dann kam auch so eine Szene, wo der Sänger dann Stage-Diving gemacht hat und sich singend, oder wenn man es noch singend nennen will. War das will. Das Video, was du uns geschickt hast? Ja, genau. Wo der direkt über mich kam, ja. Also der kam, und da war ich noch relativ weit weg und er hatte halt das Mikrofon am Kabel. Ja, irgendwas kam in diesem Video. Hey, ich auch Kabel, gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso hat der denn ein Kabelmikro gemacht? Ja, super. Und aber alles ganz gesittet und er wurde dann ja auch wieder zurückgereicht und dann war das Konzert zu Ende. Und dann kam Baby Metal und vor Baby Metal, ja, habe ich dann so die Leute vor mir so gesehen, so, ich dachte, ah, okay, dann schiebst du dich immer so
Weißt du, wenn jemand sich rausdrückt, weil er irgendwie ein Getränk holen will, dann schiebst du dich halt noch so eine halbe Person vor und so. Dann siehst du so Leute vor, die sagen, ah, der mit dem T-Shirt, der zwei vor dir steht, wenn ich bis an den dran käme oder vor denen, das wäre so das Ziel, ja. Ja, alles Pustekuchen, es kam Babymetal und der Saal kochte, ja. Also es war wirklich, das war absurd, das habe ich noch nie erlebt bei keinem Metal-Konzert. Also das halt, dass der ganze Saal, also der Stehbereich des Saals, es gab ja auch Sitzbereich, aber der Stehbereich des Saals war ein einziger Moshpit. Also es war ein einziger Pogo, vollkommen irre. Und ich war halt innerhalb von einer Minute war ich ganz vorne. Ich habe mich einfach vorschwemmen lassen. Ich bin halt einfach nicht mehr zurückgepokt, sondern einfach nur nach vorne gepokt und dann war ich ganz vorne. Und da blieb ich dann auch, denn die ersten zwei Reihen, also die praktisch auf dem Sockel von diesem Absperrzaun stehen, ne? Die standen und alles dahinter war, wogte ja. Und bewegte, waberte, genau. Und da blieb ich dann vorne und war dann halt direkt vor der Bühne in der Mitte. Das war total geil. Alles richtig gemacht. Ja, genau, war alles richtig gemacht. Und dann kam halt Babymetal und die haben, die machen halt eine krasse Show, gell? Also es ist halt, da stimmt halt jede Bewegung, die heizen die Menge unheimlich auf, die Menge sind unheimliche Fans, also ganz viele Leute, von denen ich so Gespräche mit belauscht habe, die halt gesagt haben, ja, es ist jetzt ihr viertes Baby-Metal-Konzert und sie waren schon vorgestern in München und so, wo ich dachte, wow, echt heftig. Und war eine krasse Sache. Einziges Manko, muss ich sagen, sie haben nur eine Stunde oder wenn es hochkommt, 65 Minuten gespielt. Also es war schon echt kurz. Und sie haben auch keine Zugaben gegeben. Also es war schon so ein bisschen, habe ich bisher, glaube ich, nur bei Christina Aguilera erlebt. So, dass die Show so geplant ist, dass das eine Choreografie ist, aber nicht nur im Lied, sondern auch die ganze Show ist eine Choreografie. Und wenn die fertig sind, sind die fertig. Und dann kommen die nicht. Da gibt es auch keine Diskussion. Also es gibt keine Zugabe. Das fand ich ein bisschen verstörend. Sehr japanisch, ja. Ja, vielleicht ist es sehr japanisch, aber es ist halt nicht sehr Metal, gell? Oder nicht sehr Rockmusik. Ja. Also das ist ein bisschen komisch, fand ich. Ach so, ja, auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen, dass es japanisch ist. Ja, hast du recht. Könnte man so sehen. Aber ja, es war nur eine Stunde, aber es war eine wirklich gute Show. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und also ich würde auch wieder hingehen. Also es ist echt cool. Und es ist echt Metal. Und es ist hart. Also im Publikum zu sein, es ist wirklich, ich war schweißgebadet und es war nicht mein eigener Schweiß. Also ja. Ich habe nur gerade ein bisschen gelesen, die waren ja wahnsinnig jung, diese Mädels, also schon erschreckend jung, als sie die Band nicht gegründet haben, weil gegründet wurde die Band von einer Firma. Weil, ja, genau, das ist so eine Idol-Geschichte. Nee, ist so eine Talent-Agency, die hat einfach Band gegründet mit ihren Vertragspartnerinnen. Ja, es gibt ja in Japan gibt es eben ja solche J-Pop-Bands, die, wo es dann auch ein bisschen egal ist, wer die Mädchen gerade sind, die da singen, die werden dann auch ausgetauscht und so. Also das ist noch krasser als bei uns die Boygroup, sondern das ist ja. Mhm. Aber stimmt, daraus stammen die, ja. Ja, und ich habe jetzt gerade mal so 16 oder so, ne? Nee, viel jünger, teilweise so noch eher jünger. Richtung 11 oder so. Ach du Scheiße, das ist ja richtig gruselig. Also die ich habe jetzt nur mal nachgelesen, die Hauptsängerin hier vorne, Suzuka Nakamoto oder Su Metal. Die ist aktuell 25 und die Band gibt es seit 2010 und sie war Gründungsmitglied. Original Lineup. Ja. So, und das heißt 2010 ist 13 Jahre her, 25 war sie 12. Boah, das ist echt gruselig, ja. Ja. Krass, das war mir nicht klar. Ja, es ist alles, während du jetzt das alles erzählt hast, habe ich immer so ein bisschen den Wikipedia-Artikel geklickt. Aha. Schon irgendwie, ja, gut, das ist eine andere Welt. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht, weiß nicht, ob das in Japan irgendwie, aber irgendwie fühlt es sich sehr falsch an. Ja, natürlich, klar, das fühlt sich total falsch an. Ob das jetzt besser ist, wenn du hier mit fast 50, 24-Jährigen vor der Bühne stehst, aber da hat unsere Gesellschaft heutzutage nichts dagegen, das darfst du. Also, aber was ich verteidigend sagen muss, ist, sie werden halt
quasi nicht sexualisiert oder so gut wie nicht sexualisiert, gell? Also ja, nee, stimmt. Also wenn man sich die Bilder anguckt, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ich meine, ja. Da sind nee, so ein paar Röckchen am Start, aber das ist alles sehr. Ein paar Röckchen am Start, ist aber nicht mal diese Schulmädchen Optik. Nee, ist auch alles in der Regel irgendwie nicht. Da ist meistens kaum Haut zu sehen. Fantasy-Outfits, also, genau. Schon, ja. Und kaum Haut. Also und zwar auch jetzt mit Mitte 20 noch nicht. Also das ist nicht ihr Thema, sondern das Thema ist sind die Choreografien und die und schon noch der Metal, also es ist einfach. Warum sind diese Musiker im Hintergrund sind alle so weiß? Die waren jetzt nicht weiß, die waren, die hatten so Dämonenmasken auf, aber die sind auf jeden Fall anonymisiert, ja. Ja, die treten quasi nicht in Erscheinung als Personen, sondern die sind da, damit es Musik gibt, aber sonst haben genau, die. Genau, waren zwei Gitarristen, ein Bassist und ein Drummer, und die standen quasi am hinteren Rand der Bühne und kamen auch nicht vor, haben auch keine Action gemacht oder so. Der Gitarrist durfte ein Solo machen von vielleicht einer halben Minute. Aber sonst waren sie wirklich nur die Musik gemacht haben. Also es war, der Schwerpunkt liegt nicht auf denen. Hm. Ja, nicht nur der Schwerpunkt nicht, sondern ja, der ist kein geradezu Vogel. So, dass sie Null. Nicht in Erscheinung treten. Nee, genau, was die machen dürfen, nur die Musik. Man fast sagen, ja. 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 Das ist schon krass. Ja. Naja, solange sie gut bezahlt werden und mit dem Gig einverstanden sind. Ja, es ist ein krasses Kunstprodukt. Ja. Aber es ist gut gemacht und es ist wirklich Metal. Also es ist, es gibt ja auch also einen Haufen sehr namhafte Metal-Stars, die das gutheißen, Rob Zombie zum Beispiel, oder auch Rob Halford, der ja mit denen zusammen sogar Painkiller schon gespielt hat auf der Bühne. Also, das ist ja ein absoluter Ritterschlag. Also, klar gibt's auch Hater, logisch, weil sie sind halt, ja, kawaii, also niedlich, aber es ist auch einfach ja eher so der Gesang, also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Musik ist extrem hochgepitchte. Ja, das geht nicht an mich ran. Und sie singen Japanisch oder Englisch? In der Regel Japanisch. Es gibt ein paar englische Lieder. Es gibt auch ein paar, wo so englische Begriffe drin sind, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht Lehnwörter im Japanischen sind. Nee, aber ich glaube, das, was ich hier gesungen habe, war alles Japanisch. Ja, fällt mir jetzt keins ein. Ja, das also die ganze Kombination, dass ich nichts verstehe, dass diese Stimmen so hoch sind und dass es so kunstproduktig ist. Extrem, ja. Geht insgesamt alles nicht an mich ran. Also eins davon könnte ich vielleicht noch irgendwie, aber in der Kombination weiß ich nicht. Aber gut, ist ja am Ende. Ja, geht meiner Frau ähnlich. Die hat auch gesagt, sie könnte eher mit denen am Anfang, also mit der Vorband, diese New Metal Metalcore-Band, könnte sie mehr mit anfangen. Aber die ist auch jünger als ich, also vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht. Bin ja für New Metal bin ich irgendwie zu alt, obwohl du bist ja ein New Metal-Fan, gell? War ich zumindest vorübergehend, würde ich schon durchaus sagen, da habe ich viel gehört im vergangenen Jahrzehnten. Ja, das ist nie so an mich rangegangen. Keine Ahnung. Ja, nun gut. Also, Baby Metal in Offenbach. Ja, war ein Spaß. Obwohl ich sagen muss, Fazit, also obwohl ich natürlich gut vorgeschwemmt wurde, mir macht es doch mehr Spaß, so kleine Clubkonzerte. Also ich meine, klar, kann man sich nicht aussuchen. Wenn die Band halt zu erfolgreich ist, dann spielen die halt in größeren Hallen. Deswegen bin ich froh, dass die Death Stars noch in so kleinen Hallen, als dass die, was mich wundert, aber und was auch unberechtigt ist, finde ich, aber ich bin froh, dass sie nicht so erfolgreich sind. Und deswegen dann eben auch im Kolossal spielen oder in der Batsch Cup. weil es war auch zum Teil körperlich auch einfach anstrengend. Also direkt vor mir stand eine Frau, die war wahrscheinlich so alt wie ich etwa, vielleicht ganz kleines bisschen älter. Und die hatte halt ihren Sohn dabei, der aber auch wahrscheinlich 14 war oder so. Oder 15. Und die hatte halt Mords schafft, den zu beschützen, dass er nicht zerdrückt wird, weil es halt schon so war, dass ein mordsmäßiger Druck von hinten kam
wo ich mir dann so dachte, ja, okay, drückt halt, ja, ich kann nicht aushalten, ja. Ja, du bist ja von stabiler Statur, das passt genau, schon, ich, ja. Ich musste mich zurückerinnern an mein wirklich schlimmstes Konzerterlebnis, habe ich auch schon tausendmal erzählt hier, Iron Maiden, Ende der 90er, wo ich halt noch nicht so stabiler Statur war, sehr klein war und nicht ganz vorne stand, und halt keine Luft mehr gekriegt habe und zerdrückt wurde von den Leuten. Also es war wirklich, es war total unschön und ich habe es überhaupt nicht genießen können, das Konzert. Und so hatte ich bei ihr manchmal auch so das Gefühl, dass sie eben sich nach vorne abgestützt hat, versucht hat eben für ihren Sohn, den sie zwischen den Armen hatte, so ein bisschen Raum zu schaffen, dass der da nicht zerdrückt wird. Und ja, ich wurde aber zum Teil halt so krass auf sie drauf gedrückt, konnte da nichts gegen tun. Ne? Also was mir dann auch unangenehm war natürlich, aber eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung. Also ja. Jedenfalls für jemanden, der weniger als 70 Kilo wiegt und kleiner als 1,70 ist. Ja, ne, wir hatten es ja durchaus ein, zwei Folgen her schon mal von der Frage, wann kann man auf Konzerte gehen mit Kindern? Ja, da nicht. Nee, leider. Nee, auch, also das ist dann ohnehin, da muss man, glaube ich, eher in den Sitzbereich und so. Also da ist Lautstärke ist ein so ein Thema. Ja. Körperliches Durchsetzungsvermögen, sage ich mal, jetzt in, ohne dass es jetzt gewalttätig wird, einfach so durch Masse, die man hat, die einen natürlich das einfacher macht. Ich sehe das ja auch immer, wenn ich mit meiner Frau irgendwo auf dem Konzert war, jetzt mal in der Zeit, bevor wir kleine Kinder hatten, kam das ja doch häufiger vor. Wir waren ja durchaus rege Konzertgänger. Mhm. Und es ist sowohl für mich einfacher, weil ich größer bin und 20 Kilo schwerer, als auch, oder 30, als auch die Größe. Also ich bin jetzt. Die Größe, also deine Frau ist halt wirklich sehr klein. Meine Frau ist im Vergleich zu mir sehr klein und ich bin halt so groß, dass ich dann doch über so ein durchschnittliches Konzertpublikum. Ja, auch im Vergleich zu den durchschnittlichen Leuten, gell? Also die genau. Sieht halt häufig nichts, wenn sie zu weit hinten steht, gell? Richtig. Und das heißt, sie muss nach vorn, aber da ist natürlich das Gedränge größer. Ja, klar. Und das ist dann immer so eine Abwägung. Also wenn du dich bis ganz, ganz, ganz vorne durchkämpfst, dass du wirklich so wie du jetzt an dem Gitter oder wenigstens schon auf dem Fuß von dem Gitter stehst, ja. Dann hat sie natürlich eine sehr gute Chance, was zu sehen. Aber durch diesen Pogo wäre deine Frau wahrscheinlich auch nicht ohne Blessuren durchgekommen. Ja, gut, das halt auch wir sind ja nun nicht so viel auf Metal-Konzerten gewesen, sondern eher immer so im Reggae-Umfeld und unterwegs da viel, aber oder halt so im ja, weiß nicht. Ja, also in friedlicheren Gefilden, sag ich mal, Hip-Hop und sowas. Mhm. Da, ja, aber trotzdem, es ist immer so ein Abwägen gewesen, wo gehen wir hin? Entweder sind wir da, wo es friedlich ist, aber da ist sie dann so weit hinten, dass sie nichts sieht. Und ich sehe noch so ein bisschen was, aber davon hat aber sie ja weit nichts. Weg halt, ja. Ja, mhm. Oder man kämpft sich nach vorne durch und da ist halt auch viel Krieg und es bringt ihr aber auch nichts, wenn sie nicht nach ganz vorne kommt. Wenn sie so in 10 Meter Entfernung zur Bühne, wo ich dann sagen würde, ich sehe prima, alles gut, ja. Da sieht sie halt auch nichts. Also entweder musst du schon nach ganz vorne durch und das ist halt auch nicht immer so einfach, weil da vorne ist natürlich dann auch, wird dann auch hart so ein Platz mal verteidigt. Mhm. Wenn halt nicht so ein Moshpit dich nach vorne wirbelt, sondern bei so einem normalen Konzert ist ja dann irgendwo bis an dem Punkt so, entweder werde ich jetzt sehr, sehr unfreundlich in der Art und Weise, wie ich mich weiter nach vorne kämpfe und da bin ich halt auch nicht der Typ für und sie auch nicht. Das Lustige ist ja, man ist ja auch einfach dann zu höflich, gell? Ja, und die Deutschen, das ist, es muss ich doch häufig auch sehen, man muss halt auch theoretisch einfach frech genug sein, aber das ist halt kaum jemand. Also da waren halt Leute, die sich eindeutig vorgedrängelt haben, die dann sagen so, ja, ich will zu meinem Freund da vorne, ja. Wo dann, das stellt keiner in Frage, ja, die verdrehen alle die Augen und alle wissen, es ist gelogen, aber sie lassen ihn halt doch durch, also da ist kaum jemand, der dann, es kommt auch vor, ja, aber es ist kaum jemand, der dann sagt so, nee, hier kommst du nicht durch, sondern in der Regel werden Leute, die frech sagen, sie müssen davor, werden durchgelassen, also ist schon irre eigentlich, ist halt deutsch, gell? Genau. Ja, also ich weiß nicht, wir sind dann teilweise irgendwie in Konzerte rein, irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher oder so und dann schnell nochmal aufs Klo, dann jetzt nicht zu viel zu trinken kaufen, weil man will nicht aufs Klo müssen, was halt auch total fail ist, weil dann dehydrierst du halt irgendwann. Es sind Haufen Leute umgekippt um mich rum, die dann hochgehoben und nach vorne durchgereicht wurden. Ja. Der eine hat mich auch runtergespült, der wurde direkt über mich drüber, ich hab's irgendwie nicht kommen sehen.
Der wurde über mich drüber und hat mich dann so nach unten gedrückt. Das war ein bisschen unangenehm. Okay. Ich meine, halt nicht auf dich runtergekotzt oder so. Nee. Und dann sitzt, dann haben wir da vorne dann uns also unmittelbar vor der Bühne auf den Boden gesetzt so und sind demonstrativ so zum Schonen unserer eigenen Kräfte einfach bis unmittelbar, bis der erste Ton der Musik erklingt, sitzen geblieben. Und das, so am Anfang geht es noch easy, aber irgendwann wird es so dicht, dass du das Gefühl hast, so gleich zertreten sie uns. Also ja, das nicht Problem ist, die Leute, die dann 3 Meter dahinter sind, die sehen, ah, da ist eine Lücke, ja. Da drücke ich mich hin. Und erst wenn sie über dich fallen, merken sie, dass das gar keine Lücke ist. Gell? Genau, ja. Das Gute ist aber, wenn du das wirklich durchhältst, was aber vielleicht keine gute Taktik ist, weiß ich nicht. Also wir haben es ein paar Mal gemacht, aber es ist halt schwierig, das bis zum Schluss zu verteidigen. In dem Moment gab es hier tatsächlich auch einen, habe ich gesehen, bitte? Der das gemacht hat. Gab es bei Babymetal auch einen, der das gemacht hat in der Umbaupause zwischen Wargasm und Babymetal? Der Vorteil ist, wenn du dann aufstehst, du brauchst, wenn du stehst, weniger Platz, als wenn du sitzt. Ja, das heißt, Platz, du hast ja dann in dem Augenblick nochmal so ein kleine Pocket of Air für dich, die natürlich danach sofort zugedrückt wird und dann ist es vorbei, aber ja. Ja, das stimmt. Tja, naja. Konzerte. Ja, wie das mit Kindern auf Rockkonzerten ist, das kann ich dann nächste Woche berichten. Okay. Bin gespannt. Mhm. Die Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch, das erfahrt ihr dann in Folge 808, aber für diese Folge war es das jetzt erstmal mit Baby Metal. Wir bleiben aber noch ein bisschen beim Thema Musik. Ich habe nämlich zwei Empfehlungen entdeckt. Und zwar gibt es eine fantastische Webseite namens muted.io. Die Untertitel ist A Magical Collection of Interactive Music Theory Tools and Visual Reference to Learn Music Online for Free. Und das ist tatsächlich so. Es ist der Entwickler hat hier wirklich, muss man ehrlich sagen, ganze Arbeit geleistet, eine tolle Webseite zusammenzustellen, die sehr interaktiv ist, nichts kostet. Er bittet um Spenden, das ist auch sehr prominent immer auf jeder Seite platziert. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das enorm viel Arbeit war, das zu bauen. Und was es halt kann, ist, dir so ein bisschen zu versuchen, Musiktheorie beizubringen. Also gehen wir jetzt Quintenzirkel, Akkorde, Zusammenhänge von Akkorden, einfach erstmal nur Noten, Tonleitern, Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Tonleitern und das alles visuell erfahrbar zu machen, durchklickbar zu machen. Es ist dann immer diese Sachen, die der Stefan immer so gut kann. Genau. Es ist dann immer irgendwie ein Klavier, also so eine Klaviatur abgebildet, zum Beispiel jetzt, wenn er so Tonleiter, ja, gehst jetzt rein, hier C Major Scale, dann hast du ein kleines Klavier und da sind dann halt so kleine rote Punkte auf den Tasten, die halt dazugehören. Ich meine, C Major ist jetzt sehr einfach, sind einfach nur alle weißen Tasten ab C, aber du kannst dann umschalten auf C Minor und dann springen diese roten Punkte halt dann auf ein paar von den schwarzen Tasten hoch, dass du dann siehst, okay, wie sieht diese Tonleiter jetzt aus, wenn ich die andere brauche. Daneben ist das dann als Noten nochmal aufgeschrieben und dann sind halt die Verwandten. Was ist der Relative Minor? Was ist der Relative Major? Was sind die nächsten Tonleitern, die dann quasi in irgendeiner Art und Weise dazugehören nach verschiedensten musiktheoretischen Betrachtungen? C-Dorian und so weiter, Lydian, die ganzen anderen, die es noch gibt. Und du kannst halt auf alles draufklicken. Du kannst auf das Klavier klicken, um die Töne selber sozusagen mit der Maus zu spielen oder auf dem Handy auch mit den Fingern. Du kannst die nächsten Tonleitern anklicken, du kannst einfach auf so einen Play-Button drücken, dann spielt er sie dir einmal durch, dass du mal hörst, wie die sich anhört. Und das Gleiche gibt es für Akkorde. Das gibt es natürlich nicht nur für C, sondern eben für alle. Und alles ist interaktiv. Es ist halt nicht nur so, du guckst es nicht nur an, es gibt diese Dinger natürlich in Büchern, es gibt diese Dinger als Poster. Und ich finde, alles hat irgendwie auch seinen Stellenwert. Also so ein Poster zum Beispiel bin ich gerade am überlegen, wo ich mir das in die Nähe vom Klavier an die Wand hängen kann. Aber das interaktiv zu haben, hat auch was. Also und so um dieses Wissen zu vertiefen und langsam so ein Verständnis für Dinge zu entwickeln, finde ich das ziemlich fantastisch. Und wie konsumiert man das? Also man hat es jetzt auf dem Handybildschirm und schaut sich das an oder macht man das, während man am Klavier sitzt oder wie macht man das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da ich jetzt keinen Klavierlehrer in dem Sinne habe, der mir so eine Frage, dem ich die Frage so stellen könnte, muss ich das irgendwie für mich selbst finden. Und
oder anders gesagt, da komme ich vielleicht noch in meinem nächsten Thema gleich nochmal kurz dazu. Ich habe für mich jetzt erstmal nur rausgefunden, dass ich diese Seite einfach damit rumgespielt habe. Ich habe einfach Dinge, die ich schon verstanden habe oder glaubte verstanden zu haben, habe ich einfach versucht, in diesem Online-Tool sozusagen zu finden und dann darauf rumzudrücken und mir das anzuhören und zu verstehen und dann zu sehen, okay, dann hängt das mit dem nächsten, was weiß ich, im Circle of Fifth ein Klick weiter, ja, hängt es so und so zusammen, dann müsste ja hier jetzt das, wenn ich da in die Richtung gehe, müsste es sich so ändern. Und jetzt hat sich anders verändert, okay, dann habe ich vielleicht was falsch verstanden und so. Und dann, ich habe da einfach rumgespielt mit und habe versucht, das, was ich dachte an Wissen zu haben, damit zu prüfen und zu verstehen. Und wenn dann natürlich irgendwas so ist, wie du denkst, dass es sein müsste und du feststellst, okay, das habe ich offensichtlich richtig verstanden, dann ist das natürlich auch ein schönes Gefühl. Und man, klar, das macht mich jetzt nicht zu einem Musiker, der irgendwie plötzlich Dinge tun kann, aber ich glaube, an der Stelle bin ich auch einfach noch lange, lange nicht, sondern einfach, es ist im Moment so ein Versuch, diese Theorie überhaupt erstmal zu durchdringen, was ich dann damit machen kann. Ich glaube, das kommt später in der Journey. Im Moment ist es so ein, ich versuche erstmal zu verstehen und Sinn darin zu erkennen und zu gucken, wie Dinge zusammenhängen und warum Sachen so sind, wie sie sind und wozu das gut ist, wird sich hoffentlich noch offenbaren, vermute ich. Hoffe ich ganz stark. eine andere Sache, die damit ein bisschen zusammenhängt, wird auch auf der Seite unten beworben, habe ich aber tatsächlich vorher auch schon woanders gehört, den Tipp, ist eine kleine App für den Mac namens Chordwatch. Was die macht ist, du installierst sie dir auf deinen Mac, du schließt dein möglicherweise elektronisches Keyboard, also in dem Fall, also was ich meiner Frau ins Wohnzimmer gestellt habe und nun jetzt auch selbst recht rege benutze, ist ein, man nennt es Digital Piano, also ein, es sieht aus wie ein Klavier, aber es ist ein Digitalinstrument und es hat eben auch diese Funktion, was im Grunde auch so ein Keyboard hätte, ja, so ein, was mehr so ein Plastikbomber ist, den du dir irgendwie auf den Tisch legst. Diese Digital Pianos sind ja mehr so in Holzlook und sehen aus wie ein klassisches Piano, aber faktisch, technisch sind die sich ja doch ähnlich. Und was sie halt können, ist MIDI-Anschlüsse an den Computer haben. In dem Fall des Modells, was wir haben, sogar über Bluetooth. Die haben aber keine Saiten, oder? Nee, die haben keine Saiten. Das ist alles elektronisch erzeugter Ton. Weil ich habe nämlich, war neulich bei so einer, hier so einer Advents Veranstaltung, es nennt sich Adventsfenster, da können praktisch Privatleute oder auch Vereine oder sowas können so ein Fenster gestalten und dann öffnen sie das zu einem bestimmten Tag im Advent. Wird es dann eröffnet, ab da leuchtet es dann jeden Abend, also es ist wie so ein Adventskalender, gell? Und manche machen dann so ein bisschen Brimborium außenrum und machen so ein besinnlichen Impuls oder sowas. Und wir waren da bei so einem von Bekannten von uns und es war halt minus ein Grad oder so. Und die hatten halt so ein Keyboard aufgebaut und eine Gitarre, wo ich mir, als ich die Gitarre sah, dachte so, ein Saiteninstrument bei minus ein Grad, das ist keine gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Und es hat auch nicht funktioniert. Gell? Also, weil kommt halt kein gescheiter Ton raus. Also, ist halt komplett verstimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist interessant, ja. Ja, bei Kälte kannst du halt vergessen mit Saiteninstrumenten. Je kürzer die Saite, desto schlimmer. Stefan und ich hatten da schon mal, wir hatten im Center Park, waren wir, glaube ich, mal im Februar oder so, und sind dann auch abends rausgegangen auf die Terrasse und halt die Ukulelen sofort komplett verstimmt, also von einem Moment auf den anderen. Das Irre war, wenn wir wieder reingegangen sind, waren sie meist wieder so halbwegs in Tune, also erstaunlich eigentlich, ja. Das ist cool. Und ja, und das Klavier war davon halt gar nicht beeinträchtigt, weil es halt digital irgendwie die Dings, also bei Kälte doch besser so digitale Klavier. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil das war ja ein Keyboard, aber das, was ihr habt, ist ja nicht das Gleiche, gell? Es ist ja diese digitalen Klaviere sind ja nochmal was anderes als so ein... Die unterscheiden sich vor allem in dem Anspruch dessen, wie gut die Tastatur ein echtes Klavier nachahmt. Also ein Keyboard, so die einfacheren Keyboards haben ja einfach nur Plastiktasten mit einer Feder dahinter. Drückst du runter, die Feder drückst du wieder hoch, ja.
Also du kannst kein Gefühl übertragen und sowas, gell? Ja, also du kannst vielleicht ein bisschen Gefühl übertragen, aber es sind ja immer zwei Fragen. Kannst du sozusagen alle Ausdrucksformen mit dieser Tastatur machen, die man mit einem echten Klavier machen? Lauter und leiser spielen? Genau, wie viele Stufen hat das lauter und leiser? Und fühlt sich die Taste auch für dich als Spieler, jetzt mal unabhängig von dem Ton, der erzeugt wird, fühlt sie sich so an wie eine echte Klaviertaste? Um einen nahtlosen Übergang für dich als Spielender zwischen einem echten Klavier und einem solchen elektronischen Instrument dieses Hin- und Herwechseln möglich zu machen? Oder ist es so, du spielst auf irgendwas, was eigentlich zwar so aussieht, aber sich komplett anders anfühlt, weil es halt Tasten mit Federn drunter sind? So wie bei einem Keyboard dann halt. So ne? wie bei einem billigen Keyboard. Die anderen, da gibt es unheimlich viele Abstufungen und im Grunde je mehr Geld du darauf wirfst, umso flügelartiger wird es. Ja, also das ist ein Kontinuum. Das ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, Keyboard schlecht, das gut, sondern da gibt es wirklich alles, wenn, je nachdem, wie viel Geld du in die Richtung werfen möchtest. Mhm. Und die besseren, / besten Digitalpianos haben dann halt Tastaturen, die im Grunde schon nahezu alle Gefühle für dich als Spieler eines echten Klaviers nachahmen. Ein Profi wird das immer noch auseinanderhalten können, aber das ist schon so nah dran, dass du dir vom Gefühl her nicht wehtust, wenn du, sagen wir mal, darauf Klavier spielen lernst und dann später vielleicht irgendwann mal auf ein richtiges Klavier umschwenken würdest oder so, dann würdest du dich trotzdem mehr oder minder alle Keyboard-Tastaturen, Klaviertastaturen fühlen sich irgendwie anders an, schon von Hersteller zu Hersteller. Aber zumindestens diese Tatsache, dass da ein Hammer zum Beispiel bewegt wird, der ja beschleunigt werden muss und der dann irgendwann wieder zurückfällt. Und solche Sachen, die besseren Klaviertastaturen von Digitalpianos haben trotzdem Hämmer, die dann halt nicht auf Saiten schlagen, sondern auf Sensoren. Und da ist ein Hammer und den beschleunigst du mit deinem Finger und der fällt danach zurück. Also die Taste macht all the moves sozusagen. Es wird dann sogar von dem Tongenerator simuliert, dass man auch den Ton des Hammers hören kann. Der ist da mit drin in der digitalen Abbildung. Also diese eigentlichen Geräusche, die das Instrument so nebenher macht, ohne was nicht die Saite ist, sondern der Rest der Mechanik, der wird auch mit simuliert bei den besseren Geräten. Und das ist dann halt cool. Wie bin ich jetzt dahin abgeschweift? Was ich sagen wollte ist, die eine Sache, die so ein Piano kann, ist eben diese MIDI-Funktion, womit du das Ding an einen Computer anschließen kannst. Und was das im Wesentlichen ist, MIDI ist ein sehr, sehr altes, sehr, sehr einfaches Protokoll. Das macht einfach nur, diese Note wurde gerade gedrückt für 0,2 Millisekunden. Und dann, oder vielleicht kannst du sogar Anschlagdynamik auch noch ein Stück weit abbilden, aber im einfachsten Fall ist es nur Note und Zeitdauer quasi auf einer Skala live sozusagen an den Computer zu übertragen. Und was man damit machen kann, ist, du spielst und der Computer nimmt es auf, und aber eben nicht als Audio, sondern einfach nur Pünktchen auf einem Notenblatt, wo halt welche Note wann gedrückt wurde. Und du könntest das dann später im Computer in einer Audio-Software noch nachbearbeiten und könntest beispielsweise ein anderes Instrument runtersetzen, könntest sagen, diese selben Noten jetzt bitte mal auf einer Tuba oder so, ja, und dann würde halt irgendwas anderes rauskommen. Was das aber auch kann, und das ist das Coole, wofür Chordwatch da ist, ist, Chordwatch sitzt dann einfach auf deinem Rechner, kleines Fensterchen in der Ecke, und visualisiert, was du für Akkorde spielst und wie die heißen. Und das hilft irgendwie auch beim Lernen. Also du, ich gucke dann irgendein Video, wo ich gerade irgendwie erklärt kriege, wie folgende Chord Progression zu spielen ist und wie man das am besten mit den Fingern macht und so weiter. Und dann drückst du halt irgendwie drei Tasten, von denen du jetzt glaubst, dass es die richtigen sind, und es soll jetzt irgendwie, was ist ich, E-Minor irgendwas sein. Und Chordwatch zeigt dann an, nee, das war jetzt Grütze, was du da gemacht hast. Das war nicht das, was du drücken solltest. Und oder du versuchst irgendwie Akkorde zu lernen oder so Übergänge, die du mal irgendwie denkst, von hier nach da und so. Und dann das Ding geht halt immer live mit. Zum einen siehst du nochmal eine Klaviatur auf dem Monitor. Und wenn du eine Taste auf deinem Piano drückst, dann verfärbt sich auf deinem Monitor genau diese Taste von der virtuellen Klaviatur, dass du die jetzt eben gedrückt hast. Und wenn du mehrere drückst, dann schreibt er dir halt hin, wenn das ein Akkord ist, der irgendeinen Namen bekommen kann. Und das geht ja im Grunde mit jeder beliebigen Kombination von zwei Tasten. Kann man ja immer irgendeinen Namen dranhängen, ob das dann gut klingt oder nicht, aber irgendwie hat das eine Bezeichnung.
Und die schreibt er dann halt hin. Und du könntest die dann theoretisch einfrieren und transponieren und irgendwas damit tun. Du könntest sie auch in einen Guitar-Tab übersetzen lassen, wenn du das möchtest. Dann würde er dir sozusagen das Äquivalent auf diese Notation, wo die Gitarrenseiten mit ihren hier im dritten Thread da festhalten und so weiter zu sehen sind. Das könntest du dir umschalten, wenn dich das interessiert. Aber ansonsten ist es nur ein kleines Tool, was einem so ein bisschen beim Lernen hilft und es sehr visuell macht. Und ja, und du kannst es aufzeichnen und gucken, weiterleiten in irgendeine Audio-Software, also das MIDI einfach durchschieben, wenn du hinten dran noch irgendwas anderes damit machen willst. Und ich fand es irgendwie ja auch nochmal so als Lernhilfe-Tool ganz, ganz witzig und kostet nur ein paar Euro. Habe ich das mal gekauft. Ja, leider noch auf Apple, gell? Das ist tatsächlich wahr. Apple ist ja, kommt ja so, war ja früher so ein Betriebssystem der, sagen wir mal, der Musiker und Künstler so ein bisschen, ja, so Grafik und Musik war schon immer so ein bisschen irgendwie sehr zu Hause auf dem Mac. Und insofern so MIDI-Kram, da ist der Mac schon von Haus aus einfach immer sehr zu Hause. Du brauchst ja keine Treiber oder irgendwas. Du installierst diese Software, sagst dem Klavier, mach mal MIDI hier mit Bluetooth und dann, also ist Bluetooth heutzutage so die Erweiterung, die man auf MIDI draufstecken kann, wenn man will. Sonst theoretisch per USB-Kabel heutzutage. Und dann wuppt das einfach. Also so, du musst nichts groß irgendwie konfigurieren oder so. Das ist sehr, sehr easy aufzusetzen gewesen und vielleicht hat der Entwickler sich deshalb darauf gestürzt, weil es da einfach geht. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, aber die beiden Tools, die haben mir Spaß gemacht. Klingt so. Ja, mal gucken, was dann dabei rauskommt, ne? Ja, natürlich, das macht dich alles nicht. Das ist wie teure Kameras kaufen, wenn man ein guter Fotograf werden will. Das hilft alles nichts. Am Ende musst du ein Auge entwickeln oder hier halt einfach Klavier spielen lernen. Üben, genau. Üben. Aber das bringt uns vielleicht nochmal zum nächsten Thema. Ich wollte nochmal ganz kurz zum Black Friday und zum Cyber. Achso, ich dachte, wir sprechen noch kurz darüber, über unsere Challenge, die wir ja verschoben haben. Die ist länger dadurch, ja? Die wird länger. Jetzt sind wir halt committed, gell? Also das ist halt das Problem. Wir hatten ja eigentlich so uns für in einem Monat verabredet. Wir waren ja bei dir zum letztjährigen Geburtstag und haben uns dann für den nächsten Geburtstag verabredet, der jetzt auch schon hinter uns liegt. Also du musst das, glaube ich, nochmal länger erklären. Also mein letztjähriger, genau, Geburtstag, der eigentlich im November vergangenen Jahres war, hat dort nicht stattgefunden, weil ich damals Corona hatte. Wurde dann immer verschoben. Und immer weiter verschoben. Fand dann im Oktober, also 11 Monate später statt. Genau. Und da haben wir dann abgesprochen, da saßen wir auch ein bisschen an deinem Klavier rum. Und konnten halt alle nicht so richtig. Das Klavier meiner Frau. Ich möchte das immer noch mal betonen. Haben dann uns abgesprochen, also Stefan, du und ich, dass wir, wenn wir uns in 4 Wochen wiedersehen zu deinem diesjährigen Geburtstag, denn da hatten wir dann die Feier schon direkt terminiert, die natürlich auch wieder aufgrund von Krankheit ausgefallen ist, dass wir da uns gegenseitig was vorspielen auf dem Klavier. Ja. Und auch ich vollmundig natürlich, obwohl ich ja überhaupt nicht Klavier spiele, aber egal. Du hattest immerhin mal Klavierunterricht in deinem Leben. Ja, das war halt in den 90ern, ja, in den frühen 90ern. Ich nicht. Und dann haben wir zu Hause geübt, wie die Besessenen. Ich auf meinem Klavier, auf dem einzelne Tasten hängen, wo ich dann, ich bin gespannt, wie ich das dann auf deinem Klavier mache, ob ich dann auch aus Versehen die Tasten, die dann hängen, hochziehe, weil da bin ich jetzt dran gewöhnt. Das gehört bei mir jetzt zur Routine dazu, dass bestimmte Tasten ich dann im Weiterspielen auch wieder hochziehen muss, sonst klingt der Ton halt weiter, gell? Jetzt wurde der Geburtstag wieder verschoben auf unbestimmt. Und jetzt halt die Frage, was wir machen, wenn wir jetzt den Geburtstag irgendwann im Frühjahr feiern, da müssen wir dann ja ganz anderes spielen. Da müssen wir dann, keine Ahnung. Du kannst ruhig Jingle Bells spielen, ist kein Problem. Den Stille Winter oder so. Oder nee, dann muss ich den Frühling. Ich wollte eigentlich den Winter von Vivaldi spielen, dann muss ich jetzt den Frühling spielen. Ja. Nee, nicht ganz meine Kragenweite, aber der Stefan wird uns am Ende eh in Grund und Boden spielen. Ja, das ist davon ist auszugehen, ja. Unausweichlich, also naja, aber ja, mal gucken, das wird lustig. Genau, ja. Und ich muss sagen, ich spiele regelmäßig Klavier jetzt, auf unserem schäbigen Klavier im Keller mit den hängenden Tasten, aber ich spiele fast täglich. Also es ist echt irre. Also zwar immer nur so, weiß nicht, 5 Minuten oder so, aber immerhin. Ja, das ist gut.
wie das anhält. Ich habe mich jetzt, ich muss mich zu sowas ja immer zwingen und bei, was heißt zwingen, ich habe da schon Spaß dran, aber so dieses regelmäßige Dabeibleiben und nicht aufhören, da muss man sich ja selbst austricksen, da muss man ja, in irgendeiner Art und Weise muss man da ja sich mit Druck von außen irgendwie belegen, damit man das macht. Mhm. Und bei Duolingo hat das ja ganz gut funktioniert, indem ich mir einfach diesen Pro-Account gekauft habe. Und dann dachte, okay, jetzt hast du da Geld ausgegeben für, jetzt lässt sich das nicht mehr so einfach fallen lassen, weil das hat ja jetzt gekostet, ne? Und klar, kann man das theoretisch auch irgendwie nach ein paar Monaten, kann man sagen, ja, ist vergeben und vergessen, war vom vor 3-4 Gehältern ausgegeben, ist mir doch jetzt egal, was ich da gekauft habe. Aber so tick ich nicht, da bin ich dann doch irgendwie Sparbrötchen genug wert, zu geizig, was auch immer. Wenn ich da Geld für ausgegeben habe, dann denke ich, ich muss das irgendwie verwenden. Und wenn dieses Abo noch ein Jahr läuft, dann wird das wenigstens, bis es ja zu Ende ist. Cool, wenn du dich da so leicht austricksen kannst, das ist ja super. Ja, der kostet halt jedes Mal Geld, ne? Dann habe ich halt geguckt, was, es gibt ja Online-Klavierkurse, gibt es ja ohne Ende. Und mich hatte jetzt vor einer gewissen Zeit schon, hatten mich so die kostenlosen Angebote von speziell einer amerikanischen Bude da gefangen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich kann die nennen, also Pianote ist das. Ich hab wahrlich keinen Marktüberblick und das heißt jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie die beste oder das muss jeder selber für sich finden, gell? Ich war nur irgendwie schon grundsätzlich der Überzeugung, dass ich Musik lieber von dem amerikanischen oder englischen System her verstehen will, weil ich das vollkommen unakzeptabel finde, dass diese eine Note H heißt im Deutschen. Da werde ich bekloppt bei, also die muss auf jeden Fall B heißen. Und insofern war eine deutsche Klavierschule schon mal so direkt out. Das geht gar nicht. Und genau. Diese eine hatte ich jetzt halt gedacht, so okay, da hatte ich viele von den Videos geguckt und ich war eigentlich nicht drauf und dran, da jetzt einen Pro-Account zu kaufen, aber dann kam natürlich der unvermeidliche Black Friday und da hatten sie irgendwie einen Deal, wo das Ganze halt irgendwie zweistellige, fast dreistellige Euro- oder Dollarzahlen runtergesetzt war. Ist natürlich auch easy. Wie teuer ist das denn? Da kostet das Jahresabo normalerweise $240 und jetzt hat es halt 150 gekostet. Mhm. Und 150, ja okay, das sind halt irgendwie 13 Euro im Monat oder sowas. Mhm. Vergleich das mit einem richtigen Klavierlehrer. Ja, ist nicht ist es sportbillig. Nee. Natürlich ist es nicht das Gleiche, insofern das mit einem richtigen Klavierlehrer zu vergleichen ist grob unfair, weil Klavierlehrer natürlich noch ganz andere Sachen für dich tut, aber oder auch nicht tut. Also mein Klavierlehrer damals, kann ich auch gleich was sagen. Okay, ja? Kannst du vielleicht gleich noch machen. Mhm. Ich habe das jetzt gekauft und es kommt halt mit einem, dadurch, dass das schon eine Weile existiert und du jetzt dann halt schlagartig Zugriff auf den gesamten Katalog hast. Du kannst also alle diese Kurse, es gibt so einen etwas methodisch aufgebauten und auch Methode genannten Kurs quasi, den du durchlaufen kannst, der dann so Aufgaben gibt, was du üben sollst und bis wohin du es üben sollst. Wenn du es ungefähr so gut kannst, dann sollst du wiederkommen und den nächsten Part dort anklicken und dir das Video angucken oder das immer wieder angucken, dieses Video, bis du verstanden hast, was du machen sollst und das üben sollst. Und dann heißt es halt, okay, wenn du das mit der einen Hand kannst und mit der anderen Hand kannst und du kannst beide Hände einzeln bis sagen wir mal, was weiß ich, 75 BPM oder so flüssig spielen, ohne dich zu verspielen. Wenn du das 5-mal hintereinander fehlerfrei hinkriegst, dann komm wieder und mach das nächste Video. Und so, das sind klare Anweisungen, da kann man so durchgehen. Klar, da hast du jetzt niemanden, der neben dir sitzt und sagt, das da mit dem Finger, das machst du besser anders. Da musst du dann schon selber genau aufpassen. Und das meine ich mit, es ist nicht das Gleiche wie ein Klavierlehrer. Aber gleichzeitig hast du dann auch Zugriff auf unheimlich viele Song-Tutorials, wo sie halt wahnsinnig viel Populärmusik, die einfach so, die man kennt oder die man irgendwie, wo man denkt, das könnte ich doch mal nachspielen. Oder du hörst ein Lied irgendwo mal wieder in irgendeiner Playlist, die du hast und denkst dir, ah, da ist ein Piano-Part drin. Ich guck mal nach, ob sie das in der Dings haben. Und sie haben halt mittlerweile irgendwie sowas wie 1000 Songs oder da drin. Dann guckst du halt nach und es besteht eine realistische Chance, dass sie da ein Tutorial für den Song haben. Und die bestehen dann meistens auch irgendwie aus 4-5 Videos, aus einem Backing-Track, wo halt alles drin ist, außer dem Piano. Und du kannst das Piano dazu spielen, aus Sheet-Music, aus so Wiederholübungen und halt dem Erklärbär-Video, wo sie dir sozusagen die komplizierten Stellen beibringen oder sowas. Manche davon habe ich dann festgestellt, das wollte ich spielen, so dann habe ich das Video angeguckt und dann habe ich so nach 2, 3, 4 Minuten in dem Video gemerkt, so das ist auf jeden Fall hart zu hoch für mich. Ich gehe dann mal weiter zum nächsten Video. Sowas, ist,
sowas gibt's ja schon sehr, sehr lange, sowas ähnliches. Mein Opa, der hat Geige gespielt und auch nicht wahnsinnig gut. Und der hat damals so Schallplatten gekauft von so bekannten Opernwerken, wo die erste Geige gefehlt hat, wo man dann eben die erste Geige spielen konnte. Mhm. Das Problem ist, man hat halt eventuell nicht die Fähigkeiten, die erste Geige zu spielen, sondern es wäre vielleicht besser, die dritte zu spielen. Und die hatte mein Opa auch nicht und das war wohl so ziemlich grausam gewesen sein. Und auch kein echter Anreiz für meinen Vater, wurde da von seinem Vater auch so ein bisschen reingenötigt, auch Geige zu lernen. Bei ihm natürlich, ja, also er hat ihm Geige beigebracht und mein Vater hat einen kompletten Upturn gehabt, das hat überhaupt keinen Bock gemacht. Ja, das ist halt das Schöne dann wiederum an einem Digitalinstrument, gell, das kann im Zweifel alles in meinem Kopfhörer stattfinden. Ja, also das Klavier spiele ich und höre es im Kopfhörer und das, was mein Computer ausgibt, ist in gleichzeitig, also der Computer, der nimmt das Piano als wie so ein Bluetooth-Kopfhörer. Also für den ist das einfach nur wie ein Lautsprecher, den man per Bluetooth Zeug rüberschicken kann. Das heißt, sowohl das Video, was ich abspiele, als auch irgendwie den Backing-Track oder irgendwas, geht per Bluetooth ins Klavier und kommt dann mit den Dingen, die das Klavier von sich aus an Geräuschen macht, alles gemischt in meinem Kopfhörer an. Und zwar geschmeidig zusammengemischt, ja? Geschmeidig zusammengemischt, cool. Du kannst die Lautstärke separat regeln, also du regelst quasi den Rechner als erstes und dann die Gesamtlautstärke am Piano, um die Mischung herzustellen. Und das funktioniert ganz fantastisch. Und dann sitzt du da im Grunde für alle anderen einfach nur still im Wohnzimmer rum, hast einen Kopfhörer auf und machst irgendwas vor dich hin. Und es gibt wohl Pianos, E-Pianos, die auch rein von den Tasten her relativ laute Geräusche machen. So eins ist unseres zum Glück nicht. Unseres ist ziemlich leise, wenn du so auf den Tasten rumdrückst. Jetzt mal vom Ton abgesehen, der, wenn du in Kopfhörern hast, die andere Leute kaum hören oder nicht hören. Das heißt also, meine Frau kann problemlos nebendran eine Serie gucken oder andersrum, wenn sie da sitzt, kann ich da eine Serie gucken. Wir gehen uns da gegenseitig nicht auf den Keks und das ist fantastisch. Also kannst du um 23 Uhr, wenn die Kinder mal dann schlafen, da noch deine Klavierübungen machen. Ohne den Nachbarn auf den Keks zu gehen und ohne vor allen Dingen auch der eigenen Familie auf den Keks zu gehen. Ja, ich mache das immer vormittags, wenn die Kinder in der Schule sind und meine Frau bei der Arbeit. Ja, das ist einmal ich würde dann immer noch den Nachbarn auf den Keks gehen, weil ich weiß, der Herr unter mir zum Beispiel arbeitet auch aus dem Homeoffice und dann weiß ich so, der hört jetzt genau, was ich hier falsch spiele. Nee, die einzige Frau, die nah genug hier dran wohnt, bei der bin ich ganz froh, wenn ich dir auf den Keks gehe. Okay, ja, das ist ein anderes Thema. Genau. Nein, außerdem wohnt die auch nicht nah genug dran. Also da hört mich keiner. Genau, also habe ich mir jetzt ein Jahresabo von diesem Ding gekauft und versuche damit, mich zu zwingen, es dann auch weiter zu betreiben. Sehr gespannt, was du uns im vielleicht April hoffentlich oder dann halt im Oktober kredenzen wirst. Ja, also das wird nicht zwangsläufig besser, weil ich bin dann nach wie vor nur ein halbes Jahr Klavierschüler, da muss ich jetzt noch keine Wunder erwarten. Doch, aber, auf jeden Fall. Ja, okay. Nee, aber da wollte ich jemand drüber berichten. Das ist ja dann doch immer ganz lustig. Außerdem, ja, ich hatte letzte Woche gesagt, ich habe einen neuen Server für den Sneakpot gekauft am Black Friday. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, was ich damit mache. Den werde ich direkt wieder abstoßen, glaube ich. Der hat zum Glück monatliche Kündbarkeit. Weil am Cyber Monday gab es noch einen viel besseren. Da habe ich den auch noch gekauft. Ah, okay. Also nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil der andere noch viel besser ist. Okay. Der andere ist noch mal viel besser, weil der ist ARM-basiert. Das ist ja diese... Ja, was heißt neu ist die nicht, die ist sehr alt schon, aber es ist eine andere Prozessorarchitektur, die jetzt langsam anfängt, so in Rechenzentren auch nicht nur so eine Randerscheinung zu werden, sondern so ein bisschen wie der neue Mainstream. Und da lassen sich halt zum Beispiel energieeffizienter, auch diese neuen ganzen Mac-Computer, was jetzt ich hier stehen habe, was der Stefan sich auch neulich gekauft hat, sind auch alles ARM. Ökologischer, sehr gut. Oder halt, du sagst mal, du kriegst für denselben Wattstunde, kriegst du mehr Umf aus der anderen Seite raus. So. Und, einfach auch, okay. Und, effizienter. Genau, du kannst dann entweder natürlich weniger Strom verbrauchen oder du kannst halt für denselben Strom mehr Bums haben. Und auch mehr Kerne und mehr RAM gab es da in dem Angebot. Und dann habe ich da nochmal zugeschlagen. Entweder habe ich jetzt zwei Server oder ich kündige den anderen wieder. Ich glaube, die ersten 3 Monate muss ich nehmen und danach kann ich ihn monatlich wieder loswerden. Mal gucken. Aber ja, also es bleibt dabei. Der Sneakpot ist noch nicht umgezogen, aber irgendwann wird er auf einen neuen Server kommen. Jetzt habe ich einen noch besseren.
Sehr gut. Also insofern, bei Black Friday zu kaufen, kann auch echt ein Fehler sein, weil dann kommt der Cyber-Dingsbums, Week, Cyber-Month, wie auch immer die jetzt alle heißen. Und dann. Ich habe es irgendwie verpasst dieses Jahr, also oder diesen Winter. Es gab ja im Sommer einen, da war ich dabei, aber irgendwie, ich habe gerade so viel Prime zu tun. Day, das ist ja nochmal was anderes, ne? Ich bin momentan, also ich habe auch heute mit Schrecken festgestellt, dass in 2 Wochen Weihnachten ist. Also ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Also es ist, ja. Ich habe gestern so einen Kinderschokoladen-Weihnachtsmann in unter einer Minute aufgegessen und dann. Ja, gut, was ich an Schokolade hier wegdrücke, da wollen wir nicht drüber reden. Dann guckte ich diese Höhle von diesem Weihnachtsmann an und war ganz entsetzt über mich selbst, weil so kenne ich das eigentlich nicht. Und dann dachte ich, hast du gerade das ganze Ding? Hast du jetzt. Und dann war ich wirklich so von meiner Tat angewidert. Ja, ich auch. Bisschen schockiert. Neulich so eine Packung Lebkuchen gekauft, vormittags. Mittags waren da schon 2 von gegessen, dann nachmittags noch einer und am nächsten Tag habe ich halt die nächste Packung gekauft und meine Frau hat nur einen gegessen. Also, und ich auch da so, genau so wird man fett. Ja, ich kenne das, normalerweise, dass ich so ein Ding an einem Tag wegdrücke, okay, aber dass ich ihn in einer Minute oder zwei, ich war halt abgelenkt, ich habe gearbeitet, habe über irgendwas nachgedacht. Ja, genau und so das wird nächste, man fett. Ja, das nächste, was ich so feststelle, denke ich, hast du das Ding gerade aufgegessen? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, genau. Geil, erstmal. Ja. Nee, also momentan lasse ich mich auch extrem gehen. Also, es ist. Wir müssen langsam mit dieser Trainingsvorbereitung für einen Triathlon beginnen, aber bei dem Wetter macht es halt so wenig Spaß. Das ist wahr. Naja. Egal, jetzt haben wir erstmal Feiertage. Heute hat Chanukka begonnen. Frohes Fest an alle jüdischen Hörer. Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Ich hoffe, wir haben das. Vor wenigen Stunden. So kurz nachdem wir angefangen haben aufzunehmen, hat Chanukka begonnen, ist jetzt für die nächste Woche. Und für uns geht's dann ja in 2 Wochen los mit Weihnachten und so. Gott. Mir graut's. Aber, ja. Okay. Irgendwie kommen wir schon in Stimmung. Ja, das wird ganz automatisch passieren. Irgendwie macht es das ja immer. Genau, jetzt machen wir jetzt nur noch 2 Rockkonzerte vorher und dann läuft das. Meine Frau hat mir einen Adventskalender gebastelt. Und hat da ganz viel so. Von außen dachte ich zuerst, es sind alles diese Marzipan-Dinger, diese kleinen von Niederegger. Die sind doch immer so kleine Mini-Dinger verpackt. Ja. Man kennt ja die Form und wenn die dann noch eingewickelt sind, dann denkt man, das ist alles das Gleiche. Stellt sich aber raus, da waren auch Gin-Pralinen und so ein Kram drin. Und es ist also offensichtlich ein Schnaps-Pralinen-Kalender. und. Doch bürgerliche Kategorien. Ja, jetzt war ich halt auf Antibiotika und konnte keine Schnapspralinen essen. Jetzt hatte ich irgendwie Angst vor diesem Kalender, den aufzumachen, weil ich dann immer dachte, da kommt irgendwas raus, was ich dann super gern aufessen will und nicht kann. Hättest du mal gesagt, ich wäre vorbeigekommen. Ja, denkst du, ich habe den jetzt schön aufgespart. Heute haben wir jetzt den 7. Nee, man muss das immer am Tag, ist doch klar. Heute haben wir den 7., morgen haben wir den 8. und dort endet dann, glaube ich, meine Antibiotika-Packung und dann kann ich mich. Du dir einen an. Dann kann ich erst am ersten Tag ich mich da durchfräsen. Das Ding. bis zum 8. oder 9. Ja. Super. Von daher, ja, also wenn man so nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt. Meine Kinder haben ja den Blue Bricks Star Trek Weihnachts-Adventskalender bekommen und bauen jetzt abwechselnd immer winzig kleine Star Trek-Modelle. Sehr süß. Und unser Sohn hat meiner Frau und mir einen sehr süßen Adventskalender gemacht. Das ist eine Streichholzschachtel, auf der Adventskalender draufsteht. Und da sind dann so kleine Papierschnipsel drin, nummerierte, wo dann irgendwelche netten Dinge draufstehen. Dinge, die er so. Heute benimmt er sich beim Essen. Oh, das wird eine Herausforderung. Und, hat's geklappt? Naja, war so halb gut. Naja, also, aber der Versuch war da, ja. Ja, immerhin. Und das Wissen, dass das was ist, worüber ihr euch freuen würdet. Ja, genau. Ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, nicht schlecht. Also, sehr süß. Bei uns ist ja der Weihnachtswichtel wieder eingezogen. Ach, um Gottes Willen. Kommt ja jedes Jahr. Und der wurde das auch ist schon. Schwierig, wenn man das schon mal gemacht hat, dann muss man sich immer was Neues ausdenken, ja? Ja gut, da liegt ja auch immer ein Jahr dazwischen, also da kannst du ja schon. Ja, okay. Und dich selbst covern. Ja, der ist jetzt wieder eingezogen und diesmal waren wir am Anfang ein bisschen faul,
Das heißt, am Anfang hat er erstmal sich das einfach gemacht, weil die Stelle, wo er bisher immer auftauchte, wo seine Tür immer war, da steht jetzt halt ein Klavier. Und da hat er am Anfang einfach erstmal nur einen Brief geschrieben, hat gesagt, es geht so nicht, wo soll ich denn hin? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Könnte man jetzt nicht auch unten ans Klavier machen, dass er aus dem Klavier rauskommt? Ja, das wollte ich aber nicht. Außerdem waren wir faul in den ersten Tagen. Also hat er am Anfang erstmal nur per Briefpost kommuniziert, dass ihm das alles gegen den Strich geht und die Kinder sollen ihm mal einen neuen Platz zuweisen. Und dann haben die Kinder sich das überlegt und haben ihm einen neuen Platz zugewiesen. Er hat ihm dann nicht gefallen und so. Also es ging dann erstmal ein bisschen hin und her. Und glauben die Kinder das wirklich? Ja, total. Also sie sind da vollkommen sold. Also das ist einfach Fakt, dass der existiert. Ja, das ist halt das Problem, wenn du dann so ein großes Geschwisterchen hast, das macht es kaputt, gell? Ja, wenn bei deinem... Also Drittklässler hast und so. Ja, Drittklässler würde ich... Ich war jetzt auch überrascht, dass sie es noch glaubt mit als Erstklässler, aber im Moment ist sie da noch voll drin. Also ich bin auch gespannt, ob das nächstes Jahr noch funktioniert. Cool. Mein Sohn, der mit seinen 3 Jahren, der ist natürlich... also der rennt der großen ja einfach hinterher und ist komplett geflasht und so. Und ja, also jetzt hat er irgendwie gestern... Hat er irgendwie Quatsch gemacht mit, ach genau, es gab Kuchen und der Kuchen war im Kühlschrank und am nächsten Tag war halt irgendwie, fehlte eine Ecke von dem Kuchen und es waren überall Krümel verteilt und Fußspuren, kuchenmatschige Fußspuren am Boden und so. Also der hat offensichtlich in der Nacht Kuchen gestohlen. Und mein Kommentar war dann, weil ich weiß nicht, wenn du es im Be Real gesehen hast, ich habe die Woche den Kühlschrank sauber gemacht. Mhm, mein Kommentar war dann morgens als erstes, den Kühlschrank hatte ich gerade geputzt und es ging mehr so, es war in den Raum gesagt und schon auch so für die Kinder zum Hören, aber es ging auch so ein kleines bisschen an meine Frau, die hat sich das mit dem Kuchen ausgedacht und hat den Kühlschrank eben verschmiert und ich dachte mir so, ey, das habe ich gerade geputzt, das machst du jetzt wieder weg, aber ich habe es halt verpackt in so eine, man muss ja dann jeden Tag schauspielern, man stellt jeden Tag deine schauspielerischen Fähigkeiten ein bisschen auf die Probe, weil du musst ja auch überrascht tun und dann habe ich irgendwie so gesagt, irgendwie, oh, das hatte ich gerade sauber gemacht, ist alles versifft da drin, ja. Und dann war meine Tochter regelrecht beleidigt. Weil so nach dem Motto, das war der Wichtel. Das, also, meine Frau ist dann gleich so, die hat ja verstanden, dass es an sie ging. Und hat dann gleich so, der Wichtel darf hier alles. Ja, das ist lustig, weil du musst, du, für die Erwachsenen, ich finde das sehr spannend. Und dass du so ein bisschen deine eigenen schauspielerischen Talente so ein bisschen auch entdecken kannst. Weil es ist halt schon, ich habe auch oft das Gefühl, dass es in erster Linie ein Spiel für die Erwachsenen ist, damit die ein bisschen Fehls machen können. Ja, aber es ist auch schon anstrengend. Also du musst halt, ne? Halt jeden Tag reagieren. Ja, und das ist halt immer so, du hast die Kinder, Arbeit. Bist die Kinder im Bett, dann bist du selbst vielleicht so ein bisschen müde und dann willst du noch eine Folge irgendeine Serie gucken und in dem Augenblick, wo du dann so mit deiner Zahnbürste im Mund vorm Spiegel stehst und gerne ins Bett möchtest, der Wichtel muss noch irgendwas machen, oh nein. Also dann haben die Kinder dem Wichtel den Keks hingestellt, das heißt, du musst diesen Keks noch essen oder wieder zurückräumen in die Kiste, wo der Keks herkam, aber du musst da so ein bisschen Krümel hinterlassen, das heißt, du musst den Keks eigentlich so ein bisschen kaputt machen, damit da noch so ein bisschen Krümel vor der Tür ist. Dann hast du aber so einen Keks, wo eine Ecke fehlt. Wenn du den jetzt zurücklegst, das könnte morgen auffallen. Also du musst ihn eigentlich essen. Hast du nochmal so einen Keks gewonnen. Weil das Beweisstück muss ja weg. Und und dann muss er natürlich noch irgendwas machen. Also der kann ja nicht einfach nur, also der schreibt in der Regel ja immer einen Brief. Jeden Tag, weil die Kinder schreiben ihm ja einen Brief, dann muss er ja antworten. Also musst du dann einen Zettel besorgen und musst dann irgendwie den Antwortbrief da draufschreiben. Und allein das, ich glaube irgendwie 2., 3. Klasse, wenn die dann anfangen, Handschriften erkennen zu können, weil sie selber ja beginnen, eine zu haben, dann fällt das natürlich irgendwann auf, dass das möglich ist. Da könnte man die irgendwie mit einem Drucker machen oder so, aber weiß nicht. Irgendwann wird es auffliegen. Ja, aber natürlich. Irgendwann fliegt doch das mit dem Weihnachtsmann. Aber ist das bei euch schon aufgeflogen? 3. Klasse? Der Weihnachtsmann? Weihnachtsmann gibt es bei uns nicht, aber Nikolaus meinst du jetzt? Oder, oder Christkind? Also bei uns gibt es Nikolaus Christkind. Okay. Und Nikolaus war ja jetzt gerade und das ist ja die Oma. Und das, also beziehungsweise, die stellen ihre Schuhe raus und dann kommt später, kommen Oma und Opa zu Gast und wenn die dann kommen und klingeln, dann merken wir, ach guck mal, da ist ja eine Der Nikolaus war ja auch da zwischendrin.
Und das war diesmal doch, der Lutz hat es doch deutlich kommuniziert, dass es ja die Oma ist, die dann der Nikolaus ist. So, also das, ja, nee, also das kriegen die mittlerweile. Und auch das mit dem Christkind, also das, der Zauber ist eigentlich, ist verflogen. Wir kokettieren natürlich so ein bisschen damit, dass wir damit ja gar nichts zu tun haben, was die Kinder geschenkt bekommen. Und deswegen, der Lutz ist wieder unheimlich viel Kriegsgerät dieses Jahr haben, was er natürlich nicht kriegt. Aber ja, also man merkt schon, ich weiß nicht, ob das einfach so ein Ding ist, was die aus der Schule mitbringen oder ob das durch die momentanen Kriege und durch den Krieg momentan ist. Aber was der sich halt wünscht bei, von Blue Bricks und so, das ist halt krass militärisches Zeug. Also es ist, wo man schon merkt, so okay, die Verarbeitung findet statt, gell? Mhm. Kriegt er natürlich nicht zu Weihnachten, also. Aber wo wir dann sagen, so, nee, wir haben damit nichts zu tun, also wir haben da keinen Einfluss drauf, das entscheidet das Christkind. Und er dann sagt, ja, klar, Papa. Mhm. Ja, okay. Ja, gut, aber, ich meine, klar, das ist halt irgendwann ist der Punkt, wo es dann mit auffliegt. Hab ich meinen Gedanken verloren? Ach so, bei uns ist der Nikolaus tritt sozusagen nicht in Erscheinung, sondern du stellst am Abend vorher deine Schuhe raus und am nächsten Morgen war der dann wahrscheinlich da. Ja, das ist bei uns auch so. Nee, der Nikolaus ist nicht in Verkleidung, sondern der Nikolaus war da in dem Zeitpunkt zwischen rausstellen der Schuhe und Oma und Opa kommen zu Besuch am späteren Abend. Mhm. Ja, bei uns ist es halt so, der Nikolaus da. Die Schuhe werden am Vorabend rausgestellt. Und die Kinder können es am 6. dann morgens eigentlich gar nicht erwarten, als erstes an die Tür zu rennen und rauszuschießen. Und insofern gibt es da keine Oma, die irgendwie zufällig zum selben Zeitpunkt oder so, sondern man rennt da hin, guckt raus und dann sind da die Dinge. Und die Eltern sind ja mit einem gerade eben erst aufgestanden. Die können es ja nicht gewesen sein. Na, die können das nicht gewesen sein. Die können das nicht gewesen sein, weil die waren ja eben auch noch im Bett, die waren ja sogar nach mir an der Tür. Und genau. Insofern ist es dann natürlich safe, ja, dass die, was die am Vorabend machen, das ist ja aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und das ist herrlich, wie unbedarft da Kinder zum Teil auch sein können. Ja. Eigentlich schön. Ja, total. Ja. Und da sind sie natürlich dann geflasht. Und da gab es jetzt tatsächlich ein Lego-Set. Mhm. Und es war gar nicht zum Nikolaus, egal. Es gab ein Lego-Set und eigentlich für ab 8 Jahre. Und Töchterchen ist ja jetzt erst 7 geworden. Und das hat sie wie, als wäre das Einfachste, hat sie diese Bilder, und das war also richtig komplex, das war ein großes Haus mit 1000 kleinen Teilen. Und ja, hat sie diesen Plan fängt jetzt da durchgezogen auch, und hat das zusammengebaut ohne Hilfe. Das war wirklich beeindruckend. Und jetzt steht das Ding da. Und das war schon so ein Modell, wo du sagst, so auch als Erwachsener, da guckst du so die eine oder andere Seite zweimal an, bevor du weißt, was du genau wohin stecken sollst. Ja, das mit so 6, 7 Jahren fangen die jetzt richtig an, gell? Ja, krass. Also war ich jetzt auch ziemlich überrascht. Ja, ist bei der Rose auch so. Baut ja mit mir auch Mont Saint-Michel. Ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie viele Teile hat das? Wir noch, viele und alle sind nur 1x1 groß. Also das ist unfassbar. Ist irre. Die sind alle winzig klein und unterscheiden sich nur durch die Farbe. Also so hellgrau, dunkelgrau, matschbraungrau, steingrau, mausgrau. Ja, völlig irre. Ist völlig irre. Aber, ist das nicht aber auch, also ist das dann nicht öde? Also macht das überhaupt dann Spaß? Ich würde es nicht öde nennen, ich würde es meditativ nennen, aber das ist das gleiche wie öde. Also doch, mir macht das Spaß, aber es passiert unheimlich wenig und man baut so sehr der entschleunigt vor sich hin. Also ich mag's, aber es ist nicht so, dass da schnell was entsteht, ja. Okay, krass. Na gut. Dann haben wir nur noch ein Thema diese Woche. Ah, ja, richtig. Da muss ich mal in mein WhatsApp mit dem Stefan hineingucken. Genau, der Stefan wäre ja heute eigentlich dran oder nicht nur eigentlich, er ist dran. Mhm. Und er hat dir das übermittelt und ich habe dann irgendwie in der Vorbesprechung habe ich sowas gesagt wie, oh ja, schön. Und du hast gesagt, nee. Jetzt bin ich deshalb etwas verängstigt, was jetzt kommt. Ich weiß es nämlich auch noch nicht, aber du weißt es schon, weil du die Nachricht ja schon bekommen hast. Also Netflix? Ja, oh Gott, warte. Jetzt habe ich hier natürlich mal alle Hände von der Tastatur weg. Wo habe ich mein Handy hingelegt? Das hast du in der Hand, du liest gerade die WhatsApp. Ich habe jetzt eben wirklich an meinem Handy gesucht, aber ja klar, ich lese ja nicht gerade die WhatsApp. Bin ein bisschen angetüdelt. Ich habe heute ein Video auf Instagram gesehen, wo eine Frau ihr Baby auf dem Arm hat und stillt
Und dann guckt sie in den in dieses Wackelbettchen, was daneben dran steht, rein und das Baby ist nicht drin. Und dann springt sie mit dem Baby auf dem Arm auf, ganz geschockt, und rennt in der Gegend rum und sucht das Baby, während sie es auf dem Arm hat. So ähnlich war das eben mit dem Handy. Deshalb muss ich auch dran denken, weil das so genau das Gleiche. So, okay, ich bin bei Netflix, jetzt lass mich gucken. Family Switch, nee. Was ist denn für ein Genre, was würdest du sagen? Was denkst du denn? So jahreszeitmäßig. Oh, Feelgood-Komödie, warte. Hier steht nicht mal, wie der heißt. Wie heißt der? Weihnachtsfilm, gell? Romantische. Wir schauen halt Weihnachtsfilm. Irgendwas, ja, okay. Und wir schauen einen Weihnachtsfilm. Ich lese dir mal die Hauptdarsteller vor, okay? Vielleicht kommst du dann drauf, was es ist. Merritt Patterson, Daniel Lissing, Michael Hanrahan, Rosemary Dunsmore, Melanie Leishman, Lily Gao und Michael Copeman. Alles klar, oder? Ja, okay. Fuck, das wird so ein B-Movie. Das wird das schlimm. Ich weiß nicht mal, ob B-Movie da noch die Kategorie ist. Hier kennt man ja niemanden. Nee, das ist das perfekte Weihnachtsdinner, heißt es auf Deutsch. Ha? Und der Stefan hat extra dazu geschrieben, es ist, glaube ich, heute tatsächlich Nummer 2 unter den Filmen. Und der Stefan hat dazu geschrieben, Netflix, das perfekte Weihnachtsdinner, IMDb 6,5. Oh ja, das ist ja nicht übel. 6,5? Gar nicht so schlecht, gell? Ja. Aber es ist halt wirklich extrem unbekannte Leute. Also es ist wirklich, dieses Bild, wie die zwei sich angucken, ich weiß nicht, ob du dasselbe Bild siehst. Die, ja, ja, habe ich. Die zerhacken da irgendwie in einer Messerhaltung, die komplett absurd ist, halten sie beide die gleiche Klinge fest und da zerhacken Staudensellerie. Es ist komplett absurd falsch beleuchtet und dieser Blick, den sie sich zuwerfen, sieht nach Schultheater aus. Also es kann nur schrecklich werden. Es wird super. Es wird immer noch besser als das als der Let's Lone-Film von letztem Jahr, nehme ich an. Aber wir werden sehen. Und ich kann euch schon sagen, wir morgen, nächste Woche einfach nur Loblieder, weil diese 6,5 für uns dann irgendwie 7,5 werden und wir sind total begeistert und fressen Kreide. Mal gucken. Genau, und ich kann euch schon sagen, nächste Woche werde ich ja vorschlagen und ich werde auch einen Weihnachtsfilm vorschlagen, von dem ich eigentlich dachte, dass der Stefan den vorschlagen würde. Der finde ich viel naheliegender ist, aber der kommt dann nächste Woche. Jetzt schauen wir erstmal das perfekte Weihnachtsdinner. Okay. Ach. Nun denn, haben wir den festgelegt. Ich finde es gerade, ich stelle gerade fest, dass das bei Netflix, wenn du es auf dem großen Browser hast, dieses kleine Vorschaubild ist so winzig, dass ich den Text, der in geschwungenem Schriftart-Dings auf dem Bild ist, nicht lesen kann, ganz weil schlecht es sehen, zu klein ist. Und wenn du es dann groß machst, dann kommt ein riesiges Vorschaubild und diese ganzen Informationen. Aber da steht nirgends der Titel von dem Film. Also wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, von der Seite, die ich vor mir habe, ich könnte dir nicht sagen, wie dieser Film heißt. Ja, und auf IMDb habe ich es auch erst nicht gefunden. Also hat normalerweise, wenn man da den deutschen Titel eingibt, dann findest du es, ja? Moment, ich probiere das jetzt gerade mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie hieß es? Das Beste? Nee, das Perfekte war. Doch, perfekt. Jetzt finde ich es auch. Da war ich einfach zu doof. Ich habe es auf dem Computer nicht gefunden. Jetzt auf dem Handy finde ich es. Weil es auf Englisch irgendwie ganz anders heißt. Catering Christmas. Naja. Ah, ja, ich hatte dasselbe Problem jetzt, weil du tippst und wenn du nur so das perfekte Weih, dann findet er dir noch 10 Filme und da ist er nicht dabei. Ja, nur Quatsch. Ja, weil er halt Catering Christmas ist da irgendwo dazwischen, aber du weißt es ja nicht, dass es so heißt. Genau. Und erst wenn du es komplett getippt hast, dann findet er nur noch ein Ergebnis und dann hast du es. Ja. Ja, 6,3, nicht schlecht. Erstaunlich. Interesting. Gut, dann bleibt uns nur noch uns zu bedanken fürs Zuhören. Das war Folge 807. Nächste Woche besprechen wir das perfekte Weihnachtsdinner und die Black Mirror-Folge Archangel. Und Kommentare stehen euch wie immer offen. Das hier war Folge 807. Auf sneakpod.de gibt es den passenden Artikel. Darunter ist die Kommentarspalte. Wir danken fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.